Hallo und herzlich willkommen zum BuffCast Nummer 527. Ich bin wie immer nicht alleine, sondern habe mir Verstärkung geholt. Zu meiner Rechten die liebreizende Tanja. Hallo. Zu meiner Linken der wunderbare Sebastian. Hallo. Eine Stimme, die wir hier eher selten vernehmen, weil er nicht so der große Redenschwinger ist, mehr True. der Schreiberling. Aber wie wir vor 2 Wochen angekündigt haben, als wir festgestellt haben, dass Susanne hier lebend nicht rauskommt, sie hat es gerade noch geschafft, Was? aber Ach so, ja. sie ist ein wenig kränklich und ihre Stimme ist, wollen wir euch nicht zumuten. Ja, Das. nur die Starken überleben. Das ist wie in der Natur. Siehst du, wir haben es Ja. überwunden, ne? Der Und Susanne Redaktionsdarwinismus hat es hat leider einen nicht geschafft. Einzug gefunden. Okay. Nein, ist natürlich schon, wenn wir hier 1,5 Stunden sitzen und reden und reden und reden, das, eine angeschlagene Stimme findet das nicht so lustig. Deshalb sind heute wir drei hier. Aber soll euch nicht stören, auch wir haben einiges zu erzählen. Um was dreht sich heute? Wir besprechen kurz ein paar Sachen, die passiert sind zu Patch 8.2.5, also was aktuell passiert ist, philosophieren und diskutieren dann noch ein bisschen über den kommenden Patch 8.3 und reden natürlich über die BlizzCon, die in 1,5 Wochen startet. Das heißt, der Jo. letzte BuffCast vor der BlizzCon. Wenn der nächste BuffCast startet, ist die BlizzCon gerade rum. Hier vielleicht schon mal als kurze Warnung. Es könnte sein, dass der vielleicht 1, 2 Tage verspätet kommt, weil der halt am Dienstag direkt nach der BlizzCon ist. Wir direkt alle Informationen natürlich verarbeiten wollen, auch für die kommende PC Games More und für buff.de. Das heißt, eventuell haben wir dann an dem Tag keine Zeit aufzunehmen und müssen das Ganze ein paar Tage verschieben. Und Philipp ist bestimmt gejetlaggt. Ich werde mit ziemlicher Sicherheit gejetlaggt sein, wenn ich wieder hier bin. Vergangenheitspodcast. Aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Dumm reden kann ich auch, wenn ich müde bin. Sogar noch besser wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, wir fangen an mit ein wenig Eigenwerbung. Und zwar wisst ihr ja vielleicht, dass wir Teil eines Verlags sind und nicht nur so ein paar 5 Jungs und Mädels, die irgendwie im Keller vor sich hinarbeiten. Und unser Verlag arbeitet mit relativ vielen Firmen in der Wirtschaft zusammen und macht einmal im Jahr die sogenannte Computex Cyber Week. Und die beginnt bei uns am 25. Oktober bis zum 3. November. Und was das bedeutet, ist, dass unser Verlag mit diversen Herstellern besondere Angebote einfach ausgearbeitet hat. Das heißt, es werden in dieser Zeit über 185 Produkte, beispielsweise PCs, Notebooks, Grafikkarten, alles, was das Gamer-Herz so erfreut, zu besonders günstigen Preisen verfügbar sein. Unter anderem von Herstellern wie HP, Intel, Alternate, Sennheiser und so weiter und so fort. Also alles, was Rang und Namen hat, bis zu 70% günstiger. Kann man mal machen. Ist jetzt nicht das Verkehrteste, wenn man sowieso vorhat, sich irgendwie, weiß ich nicht, neue PC-Teile zu besorgen. Oder aufzurüsten. Ja, oder bei Sennheiser, ich brauche immer noch ein neues Bluetooth, Noise Cancelling Headset. Habe ich mir gerade erst bestellt. Ah. Natürlich unter cyberweek.deals. Ja, das wird Natürlich. schwierig, weil die fängt ja erst am 25. Oktober an. Ich Also bin in der Zukunft. du wirst dann sehen, wie viel du gespart hättest, wenn du es Ja, ja. über die Cyber Week Ja. gemacht hättest. Okay. Ja, genau. Findet ihr unter cyberweek.deals, verlinken wir euch auch in den Shownotes und in dem passenden Artikel auf buff.de. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr was braucht. Wenn ihr nichts braucht, dann schaut einfach nicht rein. Ist ja nichts verloren. Gut, kommen wir zu WoW Patch 8.2.5. Was ist Wichtiges passiert? Die Ruhmeshalle ist endlich voll. Die Allianz-Gilden haben es endlich geschafft, 100, also 100 verschiedene Gilden haben es endlich geschafft, Ashara Mythic zu besiegen. Die beiden Ja. Hordler applaudieren gerade so. Vielleicht nochmal als Erinnerung, als die Horde ihre 100 Gilden voll hatten, hatten wie viele Allianz-Gilden? Knapp über 10, irgendwie 13, 17, 12 12. oder Was sagt das über Ja. Allianzspieler aus? Es Genau, das ist ein Punkt, den ich gerne diskutieren würde. Die Horde ist ganz offensichtlich, ich meine, das ist ja jetzt, erzählen wir nichts Neues, im PvE die absolut treibende Kraft, treibende Macht. Oh Gott, haben die im PvP jetzt inzwischen das eingebüßt? Das wäre mir auch neu. Im PvP ist die Allianz eigentlich schon immer stärker gewesen als die Horde, in allen Ranglisten. Okay. Also nicht so mit so einem Vorsprung wie im PvE, aber jedes Mal, wenn ich geguckt habe, gut, ich bin jetzt auch nicht der große PvP-Junkie oder PvP-Crack, aber jedes Mal, wenn ich geguckt habe, war die Allianz da Ich stelle Ja. eine knapp Theorie führend. auf, dass niemand mit Zwergen raiden möchte. Also, ich meine, Lieber diese mit visuelle. Vulpara. Aber dazu kommen wir nachher noch. Ja. Nee, aber mich,
mich würde tatsächlich eure Meinung interessieren. Also man hat ja früher immer gesagt, oh, die ganzen, die Hordengilden sind natürlich besser, weil die Racials viel besser sind. Aber das hat sich in meinen Augen ja geändert. Ja, also ja, die aktuellen Racials. Es gab diese große Phase, wann war das? War das bei Legion? Ich glaube, es war bei Legion. Da haben die Spieler dann erkannt, im Nachhinein, okay, wenn ich eine gute Gilde will, dann muss ich auf Vorderseite spielen, weil da sind die meisten guten Gilden. Das haben sich immer mehr Spieler gedacht. Oh, als Blutelf habe ich 1% mehr Crit. Genau, ja. Die Hardcore-PvE-Spieler gehen halt auf das, was den kleinsten Unterschied noch ausmacht. Und so ist es immer weiter rüber geschwappt. Und jetzt ist es so, dass die Racials im Grunde keine so große Rolle mehr spielen, würde ich sagen. Aber trotzdem jetzt natürlich alle auf Vorderseite geblieben sind. Okay, das heißt, dieser typische Schneeballeffekt, die Pro-Gilden bringen es ins Rollen. Also die Pro-Spieler oder die ambitionierten Spieler wurden halt irgendwann gezwungen, auf Vorderseite zu spielen. Also natürlich wurden sie nicht gezwungen, sondern sie haben sich selber gezwungen. Sie haben, genau. Ja, und hinzu kommt, dass der Raid immer noch super schwierig ist. Ja. Also wurde jetzt, das Lustige ist, auf Reddit habe ich einen Post gesehen, Ian Hesekostas ist mit seiner Gilde jetzt bei Ashara angekommen. Zack, Ashara wird erstmal genervt. Ups. Ja, und welche Entwickler stehen dann vor Ashwin? Ich weiß nicht, genannt. Alle anderen. Alle anderen Entwickler. Weiß ich nicht, spricht nicht unbedingt für die Entwickler an. Ashwain sind ja sogar wir schon. Also Ashwain ist halt immer noch diese Wand für viele Gilden. Für uns war es das lange Zeit, ich glaube, DPS. 3 Wochen oder so. Und jetzt ist es Orgozoa für die nächsten 8 Wochen, 10 Wochen. Ja, unsere Gilde ist tatsächlich auf demselben Stand wie die Sebastians. Also wir haben auch für Ashwain weit über 200 Versuche gebraucht. Haben sie dann kaputt gekriegt. Jetzt mittlerweile und nach dem Nerf mit Sicherheit auch, wird sie einfach umgeprügelt von uns. Ja, und das aber heißt, wir stehen halt jetzt bei Orgozoa an genau derselben Wand, weil bei Orgozoa noch mehr DPS und noch mehr HPS erforderlich ist. Ja, wir waren vielleicht, also wir haben jetzt genau 105 Tries oder so. Wir waren irgendwie 5-6 Mal in dieser zweiten Phase. Also wir sind die Rampe runtergelaufen. Wir waren nicht wirklich in der Phase. Wir sind so, ein paar sind unten. Ja, hier, ihr 7, lauft noch mal runter. Guck mal, wie viele noch. Okay. Ich kann. Ja, und das halt nach den Nerfs und mit dem nächsten Essenzen-Slot. So, Ja, nimm es so, also bei Lady Ashwain, die ja so der erste absolute Roadblock ist, ich glaube, es, keine Ahnung, gefühlte 1 Milliarde Gilden prügeln einfach die ersten 3 Bosse um und stehen dann wochenlang an Ashwain. Ihre Lebenspunkte wurden im Mythischen reduziert, der Schaden von den Dots, die vielleicht für alle, die nicht mythisch raiden, man kriegt ja diese Dots, wenn man die blauen Wasserkugeln einsammelt, die verschwinden im Mythisch halt nicht mehr. Das heißt, sie bleiben bis zum Kampfende da, müssen gegengeheilt werden. Der Schaden wurde reduziert und der Schaden, wenn diese Kugeln einschlagen, wurde auch nochmal reduziert. Das heißt, es ist ein ganz ordentlicher Nerf. Also wer da kurz vorm Kill steht, der wird das jetzt einfach umboxen. Bei Königin Ashara, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, wurde halt auch ein bisschen genervt, ein bisschen Schaden von den Ads wurde genervt. Damit Ian es auch schafft. Die Energie, die abgezogen wird oder in die Wardens gepumpt wird, ist ein bisschen reduziert worden und so weiter und so fort. Und ein paar von den Erlassen, ein paar echt eklige Kombis wurden quasi verhindert, die gibt es nicht mehr. Ja, aber kommen wir nochmal zurück zu dem Horde-Allianz-Ding. Was glaubt ihr denn, wie man das wieder ändern könnte? Weil ich denke, wir sind uns alle einig in einer, gut, als Horde-Fan jetzt vielleicht nicht, aber in einer objektiv guten Welt wären die Fraktionen ja ungefähr ausgeglichen. Kurzzeitig kannst du es gar nicht ändern, so über die Zeit. Ja, ich denke auch, dass das über die Zeit sich selbst lösen wird, weil Gründe, keine Ahnung. Aber ja, wer will jetzt schon zurück zur Allianz? Meinst du wirklich, dass ich das von selber lösen wird? Weil du hast eine Fraktion, in der, ich sag mal, als Zahl reingeschmissen, 80% der PvE-Gilden aktiv sind und 20% in der anderen. Warum sollte ich von den 80% zu den 20% werden? Es wird irgendein verbündetes Volk geben, wahrscheinlich für die Allianz, spätestens im nächsten Add-on, dass alle ausflippen und dann wieder rüberschwappen. Das ist halt immer so eine Gruppendynamik, die ist sehr schwer abzusehen, wie so ein Tsunami. Also ganz langsam und dann auf einmal hast du vielleicht das umgekehrte Prinzip. Ja gut, aber das wäre ja dann nicht in meinen Augen, wo man sagen würde, das hat sich selber geregelt, sondern das hat ja dann durch einen äußeren Einfluss von Blizzard auf die eine oder andere Weise den Anschluss dazu gegeben. Ja, doch. Also was viele andere sagen, ja, gib den Allianz-Gilden halt so gute Racials, dass die Pro-Gilden alle rübergehen. Ja, kann man machen. Der Shitstorm ist wahrscheinlich vorprogrammiert von
Tausenden und Hunderttausenden Spielern, die hunderte Euros ausgegeben haben, um Horde zu spielen. Ich glaube nicht mehr, dass sie so ein starkes Ratio machen. Würde ich jetzt mal behaupten. Und ausgleichen wird sich es nie ganz. Vielleicht wird es mal irgendwann 60-40 wieder. Im PvE muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, wie es im PvP aussieht. Ach komm, bei den leeren Elfen haben dafür die Hordler geweint, weil die ja so ein starkes Racial haben. Ja, genau. Also es wird es immer geben. Und ich denke mal, das die wird... Die haben doch diesen Port, oder? Nee, du wirst halt irgendwie nicht unterbrochen beim Casten, oder? Leeren Elfen? Ja. Da war auch das Starke, dass du 5% mehr Spell Damage proc kriegst. Ja, da kann ich mich auch erinnern. Das war doch das große... Der ja, Port ist so lächerlich. Ja, abpumpen kann auf Cooldowns und so weiter. Ja, ich denke tatsächlich auch, also ich glaube nicht, dass Blizzard das irgendwann wieder, dass wir einen aber so eine Überhand wird es vielleicht nicht geben, aber es wird immer die Horde die Nase vorn haben, was das angeht. Also da brauchen wir uns, also vielleicht nicht so einen Riesenabstand wie jetzt, das ist schon fast peinlich, aber so diesen eine Nase, also Nasenlänge vor, wird die Horde immer haben. Ich glaube tatsächlich, dass der einzige und effektivste Weg wäre, der würde aber nicht vom Blizzard ausgehen, sondern wenn 1, 2, 3 der beliebten Top-Gilden, die ganz oben mitspielen, wenn die auf die Allianz-Seite wechseln, glaube ich, dass das ein Sog hinter sich herziehen würde. Sollten sie es tun? Warum sind die Leute auf Horde gewechselt? Weil die Pro-Gilden auf Horde gewechselt sind. Ganz einfach. Aber wer wechselt nur, weil Limit irgendwie jetzt auf einmal zur Allianz geht? Die 100.000 Spieler, die es halt vorher auch gemacht haben. Naja, es ist halt spätestens dann so, wenn du merkst, oh, ich finde in meinem Realm-Pool gar keine Mythic-Gilde mehr. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Du darfst, glaube ich, nicht unterschätzen, wie viele Leute Gilden wie Method einfach im Schlepptau haben. Das sind ja dann nicht nur irgendwie 50, 60 Spieler. Das sind Community-Gilden, die sie haben, die nach und nach mitgehen würden. Das sind die Vorteile, dass du, wenn du so eine Gilde auf dem Server hast, dass du deine Sachen einfach unglaublich teuer an die verkaufen kannst. Aber mittlerweile ist es ja auch so, die, ich sag mal, ambitionierten Spieler, die jetzt vor Orgozoa stehen, so auch selbst da merkst du es, glaube ich, als Allianz-Spieler, dass du nicht mehr so viel Auswahl hast wie noch vor 2, 3 Jahren. Oder? Ja, das auf jeden Fall. Also wir sind eine der wenigen Inbounds auf dem Server, die noch stabil raidet, auf Isera. Die meisten anderen brechen auseinander oder sind auseinandergebrochen. Oder ich habe jetzt irgendwie immer im Hinterkopf, dass viele Allianz halt irgendwie twinken, aber nicht so ernsthaft spielen. Im Hinblick auf War Mode wird es halt ein Problem, wenn es jetzt immer mehr Horde wird. Ne? Das ist ja jetzt schon. Also, trotzdem hast du aber auch immer dann Spawns in Nashatar und wirst von einem Allianz-Raid weggekloppt. Also das ja, auch also, immer das, also was War Mode angeht. Aber Level im War Mode ist als Allianzler, glaube ich, nicht so witzig. Nee, also, das ist schon ein Nachteil, glaube ich. Wenn ich das vergleiche, wenn ich mit meinem Horde-Twink unterwegs bin oder mit dem Allianz-Twink, die versuchen ja, die Mengen an Spielern im War Mode immer irgendwie halbwegs gleich zu haben, pro Gebiet oder pro Areal oder sowas. Das bedeutet, als Allianzler bist du im War Mode nie alleine. Du hast immer Hordler in deinem Gebiet, immer Hordler um dich rum. Während wenn ich als Hordler im War Mode rumgehe, habe ich entweder viele Allianzler oder gar keinen. Ja. Weil dann halt irgendwelche Shards oder Layer gebildet werden, wo dann, weiß ich nicht, 200 Hordler sind und keine Allianzler und auf einem anderen sind 200 Hordler und 200 Allianzler. Aber und ja. Dass ihr von Raids, von Allianz-Raids abgefarmt werden, liegt schlicht und ergreifend daran, dass es sehr viele Allianzler gibt, die den Warmount halt einmal die Woche anmachen, sich in einer großen Gruppe zusammentun, die Quests abschließen und danach wieder ausmachen. Ja. Wobei Warmount für mich immer noch dieses 1000-Wittern-Prinzip ist. Also du reitest so durch Kul Tiras und dann kommt dir halt ein Allianzler entgegen, beide bleiben stehen, gucken sich an und reiten weiter. Bist du nur am Questen oder bist du zum Campen? Ja, genau, so, weißt du, so dieses Wild West. Kurz abchecken, ah, okay, ich bin alleine, du bist alleine. Na, also wenn da jetzt irgendwie so ein paar Kumpels unterwegs sind, dann latzen sie dann schon weg. Aber so einer gegen einen, so wie damals bei 1000 Winter, wenn man so zum Angeln dort war. Na, wir gehen uns doch lieber aus dem Weg. Ja, es nutzt ja auch keinem was. Also von daher. Ach, wäre ich ein Schurke? Ja, wem es Spaß macht, aber effektiv bringen tut es ja keinem was.
Ja, es ist halt schade, dass das so unausgeglichen ist, weil da hat ja eigentlich beide Seiten negative Erfahrungen drüber. Ich meine, die Horden-Seite, die freut sich dann, ja, wir finden zum Raiden immer viele Leute und jammert dann halt, dass im Warmode nicht funktioniert, weil sie halt in der Überzahl ist. Bei der Allianz-Seite ist es halt andersrum. Das ist, ich warte halt tatsächlich noch darauf, dass dieses Warmode-Prinzip einfach aufs ganze Spiel ausgedehnt wird. Das heißt, okay, in dem Spiel, in dem Raid oder hier oder wo auch immer, sind mehr Hortler als Allianzler. Die Hortler kriegen, die Allianzler kriegen, weiß ich nicht, 3% mehr Titanresiduum oder so. Oh, nee. Kannst du, nein. Das würde aber funktionieren. Oh, das, Mann. Das ja, für zwei Wochen. Ja, und dann. Ja, dann wäre es ausgeglichen. Ja, super viel für ein paar Wochen. Und dann würde das Geweine auf der anderen Seite losgehen. Sollte es den Leuten überlassen? Mein Gott, lebt halt damit, dass ihr weniger seid. Oder dass ihr diese Halle erst so spät zusammenbekommt. Ja, uns stört es ja. Also die Allianz stört es ja auch nicht. Die Horde schreit ja, warum ist die Allianz so langsam? Warum sind die noch nicht fertig? Ich habe keinen Allianz-Char gehört, der geschrien hat, warum sind wir noch nicht fertig? Im nächsten Content ist die Allianz so drauf, ja, wir halten euch jetzt als Geisel, wir halten das Achievement als Geisel quasi. Wir machen so lange nicht, wir machen so lange nicht den Endboss mythisch, bis unsere Forderungen erfüllt sind. jetzt hast du wahrscheinlich Leute auf die Idee gebracht. Das wäre halt tatsächlich großartig, wenn die Leute, wenn die Gilden sich so, wenn sich so die letzten 5 Top-Gilden so absprechen, so wir killen nicht diesen Boss. Bevor ja, die müssen ja eigentlich nur 2 Gilden gründen und dann, also keine Ahnung, Gilde XY teilt sich in Gilde X und Gilde Y und raidet zusammen, dann ist ja kein Gildenkill mehr. Oh. Zählt ja nicht für Wall of Fame. Ja, gut. Der Plan nimmt Formen an, ja. Ich glaube, ich werde das mal im offiziellen Forum publizieren. Gucken, ob ich Mitstreiter finde. Ja, dann müssen wir dich leider entlassen. Alles für die Allianz. Alles für die Allianz. Ja, auf jeden Fall ist damit ab, wenn ihr den Podcast hört, Cross Realm Mythic Raiden möglich. Bis zum nächsten Raid. Dann werdet ihr als Geisel gehalten. Ja. Uns freut es tatsächlich, weil wir so den einen oder anderen Trial Raider bei uns in der Gilde haben, der von anderen Servern kommt. Der da morgen direkt mal mitkommt. Wir haben 4 neue Trials. Alle von anderen. Ab nächster ID. Ja, und wir haben Schwierigkeiten, 10 Leute zusammenzubekommen. Tja, das Leben ist hart. Danke, Classic. Wow. Ja, bei uns geht es ja ganz gut, weil wir, wie gesagt, eine der wenigen Gilden sind, die halt noch konstant raided. Das heißt, wir könnten jetzt Leichenflattern machen, wenn wir denn wollten. Echt? Also bei uns ist es im Moment echt schlimm. Die halt noch ambitioniert sind, die werden automatisch bei uns angeschmeckt. Viele, die jetzt Pause machen, vor allem, weil sie Pause machen, und dann einige, die noch Classic spielen. Tja. Und so beginnt das Sterben. Ja, ein Satz, der seit wie vielen Jahren zählt in WoW. Ja. Ja, ich gehe eher so Gildenleben, nicht unbedingt auf WoW. Ich glaube, WoW wird noch die nächsten 20 Jahre nicht sterben. Da gehe ich auch von aus. Ja, was sich noch geändert hat die Woche, was einige Spieler vielleicht betrifft, den Großteil nicht, aber die Rostbolzen-Insignie, die man sich für Ersatzteile kaufen kann, die steigert den Ruf nicht mehr über ehrfürchtig hinaus. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, hä, warum hätte die das vorher machen sollen? Warum ist das irgendwie relevant? Weil man vorher sich Unmengen von diesen Kisten, also von den Ersatzteilen, sparen konnte. Und in dem Moment, wo ein Patch kommt, zum Beispiel Patch 8.3, und man seinen Hals wieder weiterleveln kann, kann man einfach 1 Milliarde von diesen Tokens einlösen, sich immer wieder die Kiste holen, die es für 10.000 Ruf, glaube ich, gibt, und halt erstmal sein Halslevel so weit so hochschufen, wie man halt Kisten hat. Der Nachteil davon war halt, oder der Vorteil für die Spieler, der war halt, dass man diese Kisten endlos farmen konnte. Und es gibt nicht wenige Spieler, die ich kenne, die halt hunderte von diesen Kisten schon sich quasi vorgesammelt hatten. Jetzt haben sie genug Kriegsressourcen. Ja, jetzt haben sie Pech gehabt quasi. Schon ein bisschen. Auf der einen Seite ist es schon ein bisschen assi, aber ist, glaube ich, der richtige Weg. Auf jeden Fall. Ich hasse mich ja gar nicht.
Megagon ist großartig. Nee, ich weiß nicht, warum sie davon abge... kleine Fun Fact am Rande, warum sie... Sie wollten ja in Soft quasi als Gebiet an Nasirtar dranhängen. Mhm. Es gibt ja so eine Karte, da siehst du halt Nasirtar und drüber im Norden ist gigantischer Krake als Gebiet, also was wahrscheinlich als Nyarlotha am Anfang geplant worden war. Okay. Oder beziehungsweise als der alte Gott selbst. Und das haben sie gecancelt. Und das haben sie gecancelt und stattdessen Mechagon reingetan, was ich auch unter anderem eines der langweiligsten Gebiete von BFA finde. Echt, ich find's großartig. Also nicht nur optisch ist es unglaublich lahm, sondern auch so, ich höre andauernd Spieler fluchen oder beziehungsweise Leute, die nur casual unterwegs sind, weil die dort andauernd von irgendwelchen Viechern umgenutzt werden. Ja. Find's okay. Es hört sich halt mal was anderes. Wenn du es auf dem PTR spielst, sieht es immer so mega krass aus und du siehst so tausend kleine Sachen und dann auf dem Live-Server, ich bin da ehrfürchtig geworden, seitdem bin ich da nicht mehr. Ja, ich auch. Also, okay. Doch, vielleicht hole ich nochmal die Rare-Mobs, ja. Farben für einen Mount, aber sonst. Ja, es ist halt mal ein anderer Ansatz. Ich meine, sie werden sich das mit Sicherheit angucken, wie viele Leute da questen, wie viele Leute da ihre Zeit verbringen, um dann irgendwie Schlüsse daraus zu ziehen, ob das System gut ist oder nicht gut ist oder der Allgemeinheit gefällt oder nicht. Und das in Zukunft einfließen lassen. Ich fand es jetzt allerdings nicht so schlecht, dass ich gesagt hätte, oder dass ich sagen würde, das ist verschwendete Entwicklerzeit, das wegschmeißen müssen oder sowas. Ich glaube nicht, das ist verschwendete Entwicklerzeit. Worth a shot, kann man mal probieren. Aber ja, muss nicht jedem gefallen. Sie werden ihre Schlüsse daraus durchaus ziehen. Was ich allerdings, wo ich zugeben muss, ist, es ist halt so komplett losgelöst von jeglicher anderen Handlung in dieser Erweiterung. Also es gehört halt nicht zur Storyline eigentlich. Das ja, weil die ja was anderes geplant hatten eigentlich. Einfach so zwischenrein gepfeffert. Naja, Schlacht von Dazalor hier mit Gnomen und Goblins gegeneinander, okay. Kann man sich was draus zusammenreimen. Hat ja mit den Mechagnomen nichts. Ja, aber auch mit richtigen Gnomen. Dass die Gnome diesen Gorilla da benutzen und so. Ja. Dass sich dann so eine Fehde... Ich hätte es halt schön gefunden, wenn sie das irgendwie noch mit in die große Storyline eingebracht hätten, keine Ahnung, wir haben den Oberkönig Mechagon besiegt und seinen Prinzen Mechagon, die tragen auch alle denselben Namen, Dungeon, Gebiet, König, Prinz, auf den Thron geholt und der spielt jetzt irgendeine wichtige Rolle im Kampf gegen Sand oder irgendwie. Ja, das dachte ich auch, der König da jetzt, dass sich daraus was entwickelt. Ist es ja nur ein sehr langes Einführungsszenario für die Folge. Ja, schon klar. Nee, es geht darum, dass die so technisch gesehen eigentlich jetzt auch noch so eine Konfliktstory kommen könnte, indem zum Beispiel die Mechagnome sagen, ey, wir sind unseren Schöpfer jetzt ähnlicher, indem wir uns jetzt zurück umbauen ließen, also zu Mimiron dienen. Mimiron hat ja die Gnome erschaffen und irgendwann sind sie durch den Fluch des Fleisches von den alten Göttern halt Fleisch, also halt menschlich geworden oder halt lebendig. Mhm. Aber Mechagnome kehren ja diesen Prozess um, indem sie sich halt jetzt immer mehr und immer mehr halt zu diesen mechanischen Wesen zurückverwandeln, die sie, also als sie als solches gedacht worden waren. Mhm. Und dass da jetzt ein Konflikt zwischen den Gnomen kommt, in dem, wir sind die besseren Gnome und so. Ja, läuft bei der Allianz, ne? Erst die Nachtelfen, dann die Gnome, ja, also, die Worgen spielen auch nicht so mit. Also wir sind jetzt die cooleren Gnome, was habt ihr denn so alles zu bieten? Weil Rassismus so innerhalb der Allianz. Technisch, also Technik, was die Mechagnome drauf haben, ne? Ist ja den Gnomen um einiges voraus, weil die sich halt so drauf spezialisiert haben, dass sie vielleicht jetzt nicht mehr so coole, sag ich mal, lore-technisch nicht so coole Magier sind oder Hexenmeister, dafür aber unglaublich geile andere Stuff und andere Sachen drauf haben. Ja. Das wäre natürlich cool, aber es kommt halt keine, also nicht mal eine Interaktion zwischen... Aber die wichtigste Frage ist doch, kommt jetzt der Tinker? Ja, genau, das ist das Nächste, wo ich darauf hinaus wollte. Wirklich? Es könnte natürlich auch sein, dass sie das reingeschmissen haben als Vorbereitung für eine Tinker-Klasse. Nein, denkt ihr jetzt mal ernsthaft, ob das von Coolness her mit Demon Hunter aufnehmen könnte? Das ist, glaube ich, Geschmackssache. Also ich fände eine Klasse, die Geschütztürme in die Gegend, durch die Gegend wirft und mit Maschinengewehren Heilung verballert, fände ich deutlich cooler als ein Dämonenjäger. Aber das haben sie doch schon
Was? Für mich ist der Dämonenjäger ein Schurke mit Flügeln, fertig. Mehr, ja, mehr, schon. Mehr hat der nicht. Also aber mehr, das, mehr sagt das der haben nicht. Sie ja schon bei Nahkampfjäger ja versaut, das, was sie halt geplant haben. Eben sowas ja. wie, oh, ich stelle Fallen auf und supporte gut, meine Gruppe. Ob sie das, ja, hat ob ja sie gut das hinkriegen, ist ja die nächste Frage. Aber die Idee so einer Tinkerklasse, die mit irgendwelchen Geschütztürmen arbeitet oder mit, klar. mit ja, Kanonen, in, die Verbände verschießen. Wie in oder Heroes so. Of the Storm. Fände ich auch cool. Man muss dazu sagen, dass der Tinker halt so ein Meme ist. Ne? Deshalb ja. machen wir uns darüber so ein bisschen lustig, weil es immer heißt, wann kommt der Tinker? Seit Burning Crusade gefühlt. Wann kommt der Tinker? Ja, der Tinker muss jetzt logischerweise die nächste Klasse sein. In Cataclysm haben die Leute doch so voll, also, wow, Goblins kommen, jetzt kommt der Tinker. Ja, ja, nein. Ja, das wäre halt tatsächlich die andere Überlegung, dass sie das deswegen eingeführt haben, um so ein paar von den Technik-Gimmicks schon mal vorzufühlen und wie das den Leuten gefällt und bla. Klar, why not? Ich könnte es mir vorstellen. Baller alles rein in das Spiel. Jede Subrace, alle Klassen, vierte Spec, let's go. Als Truff. Sie müssen das aber auch tun. Sie müssen die Leute bei der Stange halten. Und je mehr verbündete Völker dazu kommen, desto besser. Ich bin großer Fan von diesem Feature, um ehrlich zu sein. Ja, wirklich. Also bitte Schildkröten, Tauka, alles rein, was alles nur gemischt. Geht. Also, Schildkröten, Tauka. Ja, also. Ich bin erst zufrieden, wenn die Vrykul da sind. Ich will alles. Vrykul spielen. Ja, die wären sogar die gleiche Größe wie die Kul'Tiraner, bloß halt. So halt schlank, also halt große klar, Menschen, wow. Ja. Das zeigt die Kreativität des Allianzlers hier. Weißt, wisst ihr, was das Geilste wäre? Große Menschen. Nein, aber ich weiß nicht, was mir lieber Allianz, ist. Ne? Geil, nochmal ein Menschenvolk oder guck mal, ein Furry, den wollen wir haben. Ja, das ist wenigstens was Originelles. Ja. Oh Gott, ich meine, ich habe deswegen Allianz nie gemocht, weil es mich optisch unglaublich stört, dass sowas wie Gnome und da rumhüpfen. Jetzt kriegen wir eigene mit Fell. Meine Goblins waren noch wenigstens cool, aber Vulpera, die sind mir schon ein Ticken zu Chihuahua. Also noch mehr Chihuahua als die weiblichen Worgen. Und das muss schon was heißen. Ja, dann switchen wir doch mal vom Patch 8.2.5 zu 8.3 und fangen direkt mit dem Vulpera an. Ja, wir haben jetzt hier über Mechagnome geredet. The hype is real. Ja. Also, was als ich letztes Mal ich habe ja, wir haben ja alle mitgekriegt, dass sie gefordert wurden in Foren und bla. Und ja. Natürlich weiß man bei sowas nicht, wie viele sind das? Sind das 5 Leute, die laut schreien? Und jetzt sind die quasi angekündigt? Ja, sind angekündigt. Jetzt schreien die Leute, ich wollte Seetrack. Das ist unfassbar. Also, wir sehen ja zum Beispiel unsere Zugriffszahlen auf die Artikel zu Mechagnomen, wie die aussehen, was die können und eben von Vulpera. Und es ist halt gefühlt, ja, klar. 2 von 4 Hordenspieler wollen Vulpera spielen. Ich kann verstehen, warum der Allianzler, als damals hat sie Kostas, ne? Von, also diesen Patch angekündigt hat, ne? Visions of Nzov. Und ich sitze so da so, oh mein Gott, alte Götter, schwarzes Imperium. Während drunter halt ein Kommentar nach dem anderen, oh, ihr Fucker, ihr gebt uns nicht die Vulpera, sondern die lahmen Mechagnome. Ich hasse dich, Blizzard, ich werde mein Abo kündigen. Und ich, weißt du, so nur über Diskussionen über Vulpera und Mechagnome. Und ich denke mir so, wow, euch wird jetzt der alte Gott vorgestellt mit allen drum und dran und die Leute sorgen sich einfach nur darum, dass sie diese Füchse nicht spielen können. Alter Falter. Ja, ist sehr lustig. Ich weiß tatsächlich nicht, was man da dran findet an dem Vulpera. Ich verstehe es auch nicht. Also theoretisch haben sie ja nichts anderes gemacht, als halt über einen Goblin 3D-Skin einen Vulpera Fell wachsen lassen. Ja, genau. Ja. Vulpera halt drüber gezogen. Nur mit diesen unglaublich niedlichen Gesichtern. Naja, das ist jetzt die einzige niedliche Horderasse, oder? Das ist also Fury, ja. Ja. Also halt eine tierische, also neben Tauren. Aber ja. Taure ist ja... Ja, es ist halt jetzt so eine süße, knuddelige Hordenrasse. Ja. Sie ist vorher nicht wirklich... Wobei gehabt. Goblins fand ich auch schon niedlich. Ja, wirklich. Goblins. Böse gucken. Und ja, Allianz hat zu Recht Sorge, dass sie halt nun mal jetzt einfach nur andere Gnome bekommen haben. Da wäre ich auch sauer. Und die Worgen sind halt einfach die schlechteren Furries jetzt, trotz die der Idee, Überarbeitung. Ja, die Idee ist ja eigentlich so gewesen, dass Blizzard solche Rassen wie eben, weil die Leute ja ziemlich lange Hochelfen gefordert haben, ne?
aber nie bekommen haben, hat Blizzard halt angefangen, so diese Rassen ein bisschen also diese Fraktionszwang aufzulösen, indem so sie halt eben leeren Elfen bekommen haben. Ne? Also auch ein hübscher Hochelfenskin, bloß halt lila angemalt. Und wir haben halt Nachtelfen bekommen mit den Nachtgeborenen. Ne? Ja. Also wo du dir sagst, okay, die sehen ein bisschen anders aus, aber repräsentieren noch das jeweilige Volk von der anderen Seite. Oder zumindest zum Teil. Aber ihnen noch einmal Gnome zu geben, das war schon ja gut, aber da weiß ich nicht, da hat man sich doch dran gewöhnt. Ich meine, du hast die Dunkeleisenzwerge, die Zwerge sind, die dunkel sind. Du hast die Hochbergtauren, die normale Tauren sind. Wenn sie schlau gemacht hätten, hätten Hochbergtauren zum Beispiel sich der Allianz anschließen können. Ja, so blöd es auch klingt, können. Sie können auch die Lore so weit biegen, wie sie wollen. Das hat Blizzard schon tausendmal gesagt. Und dann hätten wir allerdings dann, was weiß ich, was anderes bekommen. Dunkeleisenzwerge. Dunkeleisenzwerge. Das wäre auch sogar ziemlich passend, weil die Allianz sie dann quasi so richtig als Ausgestoßene. Also es sind eigentlich keinen Grund, denn eine andere Anmalung zu geben, während du der anderen Seite diese coole Möglichkeit geben könntest, ihnen, also diese Völker auch auf der Horde-Seite. Ich glaube, tatsächlich der einzige Grund, warum die Allianz die Mecha-Gnome gekriegt hat, ist, weil die zwei Völker halt hatten und es überhaupt keinen Sinn gemacht hätte, den Allianzler die Vulpara zu geben. Du hast als Allianzler literally nichts mit Vulpara zu tun. Ach, du hättest Setrak hätte reinmixen können. Einer kriegt die Setrak, einer die Vulpera oder so. Nee, ich glaube, man hätte das auch genauso gut lösen können mit irgendeinem Vorposten. Komm, die Vulpera wurden dann von Allianz gerettet, während die Horde den Mittelfinger gezeigt hat. Ja, aber das hätte viel mehr Arbeit gemacht und wäre etwas krumm gewesen. Also so ist halt die einfache Lösung gewesen. Ja, nein, aber nur, plus, dass diese Entwicklung die als Vorgänger des Tinkers schon mal so geil verbündete Völker auch sind, hat Blizzard nun mal halt dann vielleicht nicht den ganz richtigen Weg eingeschlagen mit ihnen, weil sie eben diese, was auch schon lange gefordert wird von unserem Matthias zum Beispiel, der diese Fraktionszwang überhaupt nicht nachvollziehen kann in WoW, genau diesen Fraktionszwang noch behalten können, zumindest nominell, aber die Völker so verteilen können, dass es inzwischen Wurst wäre, auf welche Seite du spielen würdest. Meint ihr, es kommt sowas, dass die Fraktionen komplett aufgebrochen werden, wenn jetzt es gibt so den Nachtelfen-Konflikt und so? Ich glaube, dass die Fraktionen an sich, so wie sie sind, ewig im Spiel bleiben werden, aber du wirst, wo wir und wieder so bei dem Problem sind, dass so viele Hordengilden es gibt, die Raiden und so wenig Allianzgilden. Ich glaube, dass das irgendwann aufgebrochen wird, dass Horde und Allianz zusammen raiden kann. Ja gut, dann hast du es ja quasi aufgebrochen. Komplett. Ja, du wirst immer... Ich meine, die Story entwickelt sich ja jetzt auch wieder dahin. Was ich damit meine, ist, dein Charakter wird immer ein Mitglied der Horde oder der Allianz sein. Ja, okay. Aber ich gehe halt fest davon aus, dass wahrscheinlich nicht mit der kommenden Erweiterung, aber irgendwann werden sie das aufbrechen und dann wird es eine Art von Söldnermodus geben. In der nächsten wird es noch nicht geben. In der nächsten wird es noch nicht der Fall sein, denke ich mal. Übernächste vielleicht oder beziehungsweise wenn es anfängt, wirklich rapide nach unten zu gehen mit den Spielerzahlen, weil nur wir alte Säcke das spielen werden. Dann kann ich mir das vorstellen. WoW ist quasi die CSU der Spiele. WoW ist auch jetzt schon das Ü30-Spiel. Ja, ist es auch. Ja. Für Junge ist es einfach zu lahm. Ist es so. Die kennen das ja nicht mehr, wie wir neulich festgestellt haben. Tja, auf jeden Fall werden wir damit leben müssen, dass viele niedliche Füchse jetzt... Ja, ich bin gespannt, wie viele Hordenspieler das dann nachher wirklich als... Ich werde jeden furchtbar im Raid dissen. Furchtbar. Wow. Slash Spit Kampagne, wie bei den Shopmounts. Genau. Oh Gott, ist das immer noch so? Nee, ich glaube nicht. Das war ich glaube, so eine das Woche war so. Ja, genau. Weiß doch heute schon keiner mehr, da jetzt für ein Problem gab. Wobei, ich habe ewig keinen mehr mit diesem neuen Shop-Mount gesehen. Den Drachen, das ist doch immer so gewesen. Man sieht sie die ersten zwei Wochen und dann haben es die Leute sich dran satt gesehen. Dann wurden sie angespuckt und dann... Ich bleibe bei meiner fliegenden Panzerung. Diese goldene, lichtgeschmiedete Panzerung. Ach so, aus Legion. Die sieht gut aus. Ja, dafür fliegen jetzt alle mit diesem Bienen-Mount rum. Ja, genau, auf der Allianz-Seite. Ja,
Jeder. Cool. Das ist so und die sind so unfassbar hässlich, diese Dinger. Ja. Das ist ja schön, dass es selten ist. Es ist ja schön, dass du 8 Stunden Gelee gefarmt hast, aber das ist auch Ding wieder ist halt immer noch scheiße hässlich. Du siehst das im Data Mining und siehst dieses Mount und denkst, oh cool. Dann siehst du es im Spiel und denkst, okay. Ich setze mich mal drauf. Was ist die Faszination von diesem Spiel? Weiß nicht, Bienenmount ist so irgendwie special. Also ich kriege ja eh so ein, wenn so aus meinem peripheren Blickwinkel so eine Biene an mir vorbeifliegt mit einem Allianzler, dann kriege ich erstmal so einen Schrecken, so, weil ich bin sowieso so ein Bienen- und Wespenfeind. Alles, was erstmal irgendwie anders ist, ist erstmal, oh geil, will ich haben. Und danach eben, keine Ahnung, hier die Magierflugscheibe. Die fand ich schon immer scheiße. Aber die gab es schon in Pandaria. Die fand ich schon immer das Schlechteste. Aber als die damals diese ersten Flugscheiben oder Flugwolken oder so, oh cool, das muss ich haben. Oh, ein fliegender Klodeckel. Ich glaube, das ist der ganz normale Gang der Dinge. Ich will immer noch meinen Todesschwinger als Mount, alles andere ist mir... Kriegst du ja demnächst. Oh ja. Sofern du die neuen Bosse schaffst. Oh ja, und dann steige ich... Brauchen wir halt mindestens 10 Leute. Und dann steige ich auf keine 10 Krieger. Ja, das wird vielleicht noch ein... Tanja geht mit Randoms raiden. Können wir das bitte aufnehmen? Oh, ich weiß nicht, ob ich das tun werde, sogar für Todesschwinge. Mit Facecam, wie du ausrastest. Wie du wahllos wildfremde Menschen. Ich kann immer noch Leute auf Russisch beleidigen, die verstehen das nicht. Ja, das stimmt schon. Ja, was anderes, was mit 8.3 noch kommt, neben der Invasion der Vulpera. Ich finde übrigens, so sollte der Patch heißen. Invasion of Vulpera. Die Übernahme. Sind die schrecklichen Visionen, wo wir das erste Mal dann quasi direkten Kontakt mit der Nyalotha-Welt haben werden. Und da kann Seb uns jetzt mal was erzählen. Der hat nämlich eben noch einige Spiele. Und ja, da vielleicht erstmal eins vorneweg, weil wir waren etwas verwirrt. Diese schrecklichen Visionen, weil dann diesmal immer, die schrecklichen Visionen spielen in Sturmwind und Orgrimmar und dann gibt es noch die Übergriffe, die in Uldum und keine Ahnung was sind. Das ist quasi ein und dasselbe, ne? Ich weiß nicht, ob es am Ende offiziell in 3 Sachen unterteilt wird. Also die immer da sind, die schwer sind und die leicht sind. Also was ist das erstmal? Diese Vision ist... kommt von Zoth, der will uns in sein Reich ziehen und dann tauchen, wie bei den Übergriffen Legion auf der Karte, tauchen dann Punkte auf. Bei der Weltquest-Übersicht unten links auf der Minimap sieht man dann so ein Auge, da kann man draufklicken. Da sieht man dann schon mal, dass im Tal der ewigen Blüten, also in den Mobgebieten und in Uldum, dass da immer 2 Zonen aktiv sind, die da irgendwie von Zoth verderbt werden. Ja, wobei da stand jetzt Laufzeit 2,5 Tage dran. Im Grunde sind es aber, also momentan sind es echt lazy gemachte alte Daily Quests. Du musst einen Balken füllen, indem du Mobs tötest, Sachen anklickst, Rare Mobs besiegst. Ja, sind das und dann kriegst du Quests so eine Ressource. Also ich habe da die Mogu getötet, die Quest kannte ich noch. Und ich habe Feuer gelöscht, die Quest kannte ich noch. Das waren 1:1 die Daily Quests von damals. Ja, das ist mir auch aufgefallen, plus noch, dass die halt nur corrupted sind, also halt verdorben. Genau, das sind die Mogu halt jetzt gerade übernommen werden, aber die Quest mechanisch funktioniert sie genauso wie vorhin. Genau, und dann kriegst du eine Ressource, die kannst du umwandeln, ist mir auch geschrieben, sammelst 100 manifestierte Visionen von den Mobs und so und von den Daily Quests, die es da gibt im Gebiet. Da gibt es nämlich 2 neue Fraktionen, die Juni und die das Abkommen von Uldum, das ist halt so eine ganz normale Fraktion. Wenn du diese Übergriffe machst, kriegst du da Ruf. Wenn du die Daily Quest machst, dann kriegst du dann Mounts, Pets und so. Dann gibt es aber noch einen Händler, wo du deinen legendären Umhang dann irgendwann aufwerten kannst mit so einer Essenz. Man weiß aber noch nicht, wie man direkt einfach so kaufen kann. Auf dem PTR. Also auf dem... In der Live-Version bist du wahrscheinlich. Ja, nee, da fängst du ja, das ist das, was die Videos heute geleakt haben, die fängt den Pechschwingenabstieg mit Furore und Antiquest-Reihe für den Umhang. Also und am Ende kriegst du einfach nur. Nee, Pechschwingenabstieg ist da, wo du ihn triffst. Die Story-Quest. Ja, also du kriegst, also über eine Story-Quest kriegst du den Umhang. Ja, ja. Ich war jetzt gerade bei dem Furorion-Boss-Encounter. Ich weiß nicht genau. Also auf jeden Fall kannst du sie nicht beim Händler kaufen. Also auf dem PDR jetzt kriegst du halt beim Händler und später kriegst du wahrscheinlich... Und also du kriegst erstmal bei diesen 2 Gebieten, dann kriegst du immer diese Ressource. 100 von diesen Ressourcen kannst du dann
in eine andere Ressource umwandeln, in Gefäß der verstärkten Vision, und damit kannst du dann zu Furorion gehen und so eine andere Vision starten, mit denen ich mich ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt habe. Aber in diesen Visionen ist es dann halt so, dir wird geistige Gesundheit abgezogen, und wenn die auf Null ist, ist es vorbei. Genau, das sind ja dann diese schrecklichen Visionen. Und der legendäre Umhang, den du bekommst, den du immer weiter aufwerten kannst, verhindert prozentweise, dass dir diese Gesundheit entzogen wird, und je weiter du den upgradest, desto mehr Widerstand hast du gegen dieses Verlieren. Was jetzt aber die meisten wissen wollen, ist bestimmt, ob ich diesen Umhang nur für diesen Part des Spiels anziehe, oder, das ist übrigens letztens bei so einer Diskussion gewesen, oder ob das jetzt ein dauerhaft anziehbares Item ist. Momentan würde ich sagen, du ziehst ihn eher nur für diese Vision an, weil... Genau, und eins ist aber... Weshalb diese Diskussionen nämlich aufkommen, ist, dass es der im kommenden Raid, der Endboss, also der genau. Endkampf gegen Zod, beinhaltet auch eine Verderbnismechanik, die du brauchst sich, es bei, die, die, oder auf jeden die, Fall die bei du zwei quasi Bossen. Verlierst. Und jetzt sind die Menschen natürlich, wissen sie es nicht, weil es hat keiner bei Blizzard kommuniziert, ob das dieselbe Mechanik ist und ob der Umhang dagegen hilft, was dann ja bedeuten würde, der Umhang ist einfach Pflicht-Item. Zumindest bei den Endbossen im Raid. Ja. Was bedeuten würde, wer raiden will, muss 100 Millionen von diesen Visions machen, um Ressourcen zu sammeln, um den aufzuwerten. Ja, dadurch wird der Boss halt immer weiter genervt. Aber es ist ja nicht so... Ja, aber es ist halt wieder was, du willst hier raiden, mach erstmal hier das Grinding. Ne, aber sonst zieh ich den Umhang einen anderen Umhang an, oder was? Das habe ich nicht. Wahrscheinlich, ja. Also es gibt ich nehme mal an, wenn du dir die Item-Level-Zahlen von dem Umhang anguckst. Die sind nicht überragend. Also der startet mit 4,45, das ist schon mal, was jetzt Mythic ist, aber okay. Hat keinen Sockel oder so, hat halt normale Werte, Ausdauer, dein Main-Stat und halt diesen Effekt mit der geistigen Gesundheit. Halt sonst Frage, hat er aber nicht. Wie schnell du ihn aufwertest. Ja, genau. Wie gesagt, es gibt diese Ressource, die kannst du gerade auf dem PTR für ein Gold kaufen, aber später wird es halt schwieriger sein. Man weiß noch nicht wie, und von daher kann man noch nicht sagen, okay, der hat 15 Upgrades, wie schnell kriegt diese 15 Upgrades? Am Ende ist er Item Level 4,75. Also was ich aber auf den in Videos geschaut habe, die Leute, die mit komplett ausgebauten Umhang, ne, die haben trotzdem sogar noch riesen Schwierigkeiten in diesen Szenarien. Okay. Gut, also da kommen wir jetzt zu dem zweiten Teil. Du wirst nämlich nicht nur durch den Umhang in den Szenarien besser, die Szenarien kriegen auch ihren eigenen quasi Talentbaum. Die titanische Forschung, oder was? Genau, ähnlich wie bei den in den Ordenshallen hatten wir es, in der Garnison hatten wir es nicht, aber jetzt auf dem Schiff haben wir es auch wieder. Kannst du für die Ressourcen, die du da sammelst, für, lass mich gucken, lass mich nicht lügen, welche Ressource das ist, für verfluchte Andenken, die du in den Dingern sammeln kannst, die kannst du in diese titanische Forschung investieren und kannst dann verschiedene Perks freischalten, die da deine Verderbnis reduzieren, die, was weiß ich, du tötest einen Mob, du kriegst 60 Sekunden, 3% Tempo, so 6% Tempo. Dass diese titanische Forschung, zumindest von visueller Aufmachung her, aussieht wie klassische Talentbäume? Ja, was halt daran liegt, dass es viereckig ist und... Nee, mit diesen Pfeilen und nach na, und weiterführenden Wegen und so. Also mich und mich haben sie 1:1 an die Ordenstalentbäume oder Ordens, heißen die Talentbäume? An die Ordens, nee, die waren einfach von links nach rechts, aber da gibt es ja mehr. Ja, da hast du dann auch mal 1 und dann hast du 2 und ja, auf jeden Fall kann man da die Dinger investieren und kriegt dann Perks, die mehr DPS, mehr HPS, mehr Widerstandsfähigkeit und so weiter und so fort, die das Ganze halt auch noch vereinfachen. Was kriegt man aus den Visionen, aus diesen Dinger? Azerit? Maybe. Also momentan hört sich es ziemlich lame an. Mach das, damit du das öfter machen kannst, damit du das länger machen kannst. Ja, aber da gibt es auch nur einen Weg. Ist nicht so, dass du eine Auswahl hast, sondern ja, du aber mach sie das, damit das leichter wird. Ja, genau, Step by Step. Okay. Also eigentlich machst du sie einfach nur voll, aber dass das sowas wie, wow, gehe ich jetzt nach links, rechts oder mache ich jetzt mal dieses Talent, ist, glaube ich, da auch. Ich nehme mal an, dass du einfach, also zum einen gehe ich davon aus, dass du neben Gold, Azerit oder was weiß ich was, Sachen da drin halt auch wieder irgendwelche Erfolge machen kannst, irgendwelche Pets kriegen kannst, vielleicht irgendwie Mount kriegen kannst oder sowas. Und dass es halt, dass du das wahrscheinlich einmal die Woche, einmal pro ID irgendwie eine gute Belohnung abstauben kannst, wenn du weit kommst, so ähnlich wie bei dem verdorrten Szenario. Garnisons-Invasion. Oder so.
Ja. Spannend wird halt für mich tatsächlich nur zu sehen, ob dieser legendäre Umhang dann nachher für den Raid wirklich wichtig ist. Also es gibt, der vorletzte Boss ist der Panzer von N'Zoth. N'Zoth, ja. Und bei dem gibt es eine Mechanik, dass er dir geistige Gesundheit entzieht. Genau wie bei den Visionen, wogegen dein Umhang dir hilft. Wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, ob es auch wirklich auch reinkommt, weil ich höre jetzt schon... Ich weiß es nicht. Also ich bin mal gespannt, aber irgendwas nur an ein Item festmachen, ich weiß nicht. Tja. Ja, nächster Punkt. Titan geschmiedet. Könnte ja eventuell aus dem Spiel fliegen. Sie hatten in den Patch Notes angedeutet, von wegen, sie wollen etwas ein bisschen mehr Twisted and Corrupt, war ihre Wortwahl, machen. Und gleichzeitig kamen ja, hatten wir im letzten Buffcast schon mal drüber gesprochen, diese neuen Ringe mit negativen Effekten drauf. Mhm. Also der Ring steigert deine DPS und HPS, also deinen Schaden und deine Heilung Baseline um 2% zusätzlich zu den Stats, die drauf sind, hat aber irgendwie einen negativen Effekt. Ja, genau, das spawnt ein Add und wenn du das Add anguckst, dann passiert irgendwas Schlimmes, dir wird Schaden zugefügt oder ja, so, zum genau, Beispiel. Solche Sachen, oder du droppst unter 50% und verspottest alle Gegner, die um dich rumstehen oder solche Sachen. Ja, das scheint eh der Weg zu sein, wie sie die Items designen wollen. Ja, die Frage ist nur, gleichzeitig sind auch ein paar Items aufgetaucht, ein paar Grafiken und so weiter, die andeuten, dass man Gegenstände reinigen kann, also die Corruption, Verderbnis von Gegenständen entfernen kann. Jetzt ist die Frage, es hat natürlich keiner bestätigt, aber ob das auf diese Ringe zutrifft, ob der Weg, den Blizzard gehen will, ist, wir machen kein Titanforge mehr im Sinne von plus 30 Item-Level, sondern okay, wir machen Titanforge im Sinne von, das Item ist stärker, hat aber einen negativen Effekt und du kannst es auf welche Art auch immer, kannst du den negativen Effekt entfernen. Ja. Vielleicht wie beim Aufwerten nur einmal pro Woche ein Item oder musst dafür halt 1000 Ressourcen hiervon sammeln oder 10.000 Gold dafür bezahlen. Ja, das würde ich ein gutes System finden. Okay. Also ich bin nicht der Titanforge-Gegner. Also es gibt ja echt Titanforge-Maniacs, die sagen, also wegen sowas spiele ich nicht mehr, aber... Ja. Ich bin gegen Kriegsgeschmiedet und Titanforge, die Items. Ich kann auch, selbst also bei diesen Sockelprocs bin ich kritisch. Also ich würde das komplett aus dem Spiel nehmen. Item, so wie es ist, hinnehmen, Punkt. Ich meine, auch wenn es nur 0,0001 Verbesserung ist, wenn auf einmal irgendwie Krieger diese super mega Waffe in die Hand bekommt, wozu? Es wird dann lächerlich, wenn es heißt... Oh, hier ist, ich habe einen 460er Ring bekommen. Ah, mein 420er Ring hat aber einen Sockel, das heißt, der ist immer noch besser. Oder so Sachen wie, meine 425er Armschienen mit Sockel sind besser als jedes 455er Item mit Sockel. Ja. Ich hatte auch gehofft, dass sie das tatsächlich so wie so ein Lernprozess irgendwann mal auf einen Zweig bringen, wo du sagst, ja, okay, sie haben tatsächlich das über Jahre was draus gelernt und haben jetzt ein System geschaffen, das geil ist. Früher fand ich das besser, das war glaube ich ICC das letzte Mal, wo halt diese Items mit festen Sockelplätzen gab. Du wusstest, wenn die Brustplatte droppt, die hatte drei rote und... Also die Farben sind irgendwann verschwunden, aber ich glaube bis Warlords of Draenor war das... Und dieses System fand ich immer noch am besten, dass du tatsächlich durch sowas wie Sockel oder Sockelfarben variieren konntest. So blöd es auch klingt, klar konntest du es wahrscheinlich nicht, aber ich fand dieses Item-System fairer als diese Titanforge, die für mich null Sinn ergibt. Also was soll dieses Titan, soll es mich zum Raiden animieren, also zu mehr wiederholten Raiden, weil ich dann hoffe, dass meine Waffe in Titanforge soll den Ansporn geben, exakt das. Es soll den Ansporn geben, dasselbe nochmal zu machen. Also. Ja, weil du halt nie fertig bist, du wirst nie dein besten Slot-Equipment haben und sagen, okay, das ist wie so eine kleine Droge, so. Du kannst es nochmal machen, vielleicht droppt es ja 5 Item-Level höher, komm, mach das mal. Es gibt auch Leute, bei denen das funktioniert und die das gerne machen und die... Ja, klar, ich habe mich auch schon erwischt, so, mache ich jetzt diese Weltquest?
Das eine Trinket, das ist mir schon mal viermal hochgeprockt. Ja, komm, machst du mal, guckst du mal, ob es hochprockt. Wenn nicht. Und jetzt hat Sebastian zugegeben, dass er ein Truffi ist, was die Tank geschmiedet ja, hat. Nee, ich verstehe diese super negative Diskussion nicht, aber. Also mir von mir aus können sie es drin lassen. Also mein Spielstil beeinflusst das also überhaupt nicht. Aber es macht keinen großen Unterschied, ob ich jetzt einen Gürtel finde, der 10 Item-Level höher ist oder nicht. Und selbst auf 3-4 Items macht es dann keinen riesen Unterschied, dass ich jetzt noch nicht Orgosor tot habe. Also. Wer weiß, wer weiß. Ja. Ja, wäre ein Sockel drin überall, oder? Okay. ich bin grundsätzlich kein Fan von dieser Titanfall-Schwurfort-Mechanik. Ich hätte es auch lieber so wie früher, dass die Items fest sind, du weißt, was du kriegst oder auch nicht kriegst und kein Hätte-wäre-Fahrradkette. Ja. Wäre mir persönlich lieber. Ich kann allerdings verstehen, warum das Prinzip da ist und ich respektiere, dass das viele mögen und bin auch jetzt keiner, der sagt, deswegen. Die Leute beschweren sich halt eben, weil es diese Randomness geworden ist. A, du kriegst jetzt ja schon nur persönliche Beute, ne? Also kannst ja nichts mehr zuteilen. Mhm. Und B, ist ja auch noch random. Das heißt, du kannst nicht auf irgendwas gezielt arbeiten, sondern musst halt Glück haben. Und das ist für mich so eine Komponente im Spiel, die mich nervt. Ich würde lieber auf irgendwas hinarbeiten und sagen, hey, ich bin so und so oft da gewesen. Wenn diese Brustplatte jetzt droppt mit meinen 3 roten Sockeln, dann möchte ich sie haben, verstehst du? Oder zugeteilt bekommen. Das sind solche Sachen, die ich früher besser fand als heute mit, ja, ich war jetzt zum Beispiel der erste Boss in Raid. Weißt du, wie lange ich darauf warte, die zweite Einhandwaffe zu kriegen? Ich meine, es ist fucking Free Loot. Du gehst rein, boxst ihn um. Ich benutze sogar mein Glücksbringer dafür und kriege seit zig Milliarden Jahren nicht diese zweite Einhandwaffe. Ich kann nicht Frost spielen, danke Blizzard. Ich erzähle Tanja nicht, wie viele davon ich in der Tasche habe. Ja, siehst du, du hast viele davon, aber ich wette mit dir, dass es mit deinem früheren System 1000 Mal gedroppt wäre bei 15 Leuten oder sonst wie. Also, ja, wahrscheinlich. Wobei, da sind wir jetzt wieder weg vom Titanforge, da sind wir ja dann bei Master Looter, also Plündermeister. Ja, aber es ist, weil ich möchte nochmal betonen, dass es diese Randomness of Randomness ist. Und Titanforge gehört halt nochmal dazu. Und Kriegsgeschmiedet auch. Warum diese zwei Systeme nebeneinander funktionieren, keine Ahnung. Ja gut, Kriegsgeschmiedet und Titangeschmiedet ist ja eigentlich dasselbe. Das heißt halt, ab bis 10 Item-Level heißt es Kriegsgeschmiedet, klein ab 10 heißt klein es Titanforge und groß Titanforge. Es ist Ich habe keine Ahnung, warum es ihnen so schwer fällt, dieses System fallen zu lassen. Warum? Naja, die müssen ja irgendwas entwickeln, wo die Leute am Ball bleiben. So. Ja, ich sage ja, ich verstehe, ja, aber warum ich bleibe das da ist und ich respektiere auch, dass es Leute. Mittlerweile haben sie auch so viel durchprobiert. Ja, aber nichts davon weiterentwickelt. Das ist ja das Problem. Vielleicht machen sie es jetzt richtig mit diesen Purifying, whatever. Weiß ich nicht, klingt für mich. Um richtig zu sein, klingt es für mich zu kompliziert. Ich glaube, dass in der Regel die einfachen Dinge am besten funktionieren. Deshalb ist auch mein schmeiß Titanforge raus, schmeiß Warforge raus, schmeiß tertiäre Stats raus, schmeiß Random Stats raus, gebe den Dingern feste Werte und füge Umschmieden wieder ein. Ah, okay, ja gut. Ja, ich weiß auch nicht, ob man allen Spielern das recht machen kann, weil... Nee, sowieso nicht. Also sagen, ja, es ist wie ein Classic. Wenn ein Classic meine T2-Hose droppt, dann habe ich die, dann bin ich fertig so. Also es gibt dieses, ja, ich will random Upgrades, ich will aber auch was Festes. Auf der anderen Seite sagst du dann, ah, okay, du willst was Festes, ja, hier ist eine Halskette. Wenn du das farmst, dann kriegst du das, dann hast du das. Dieses Farm, dann wollen sie doch nichts Festes. Also du kannst es den... Du triffst da, glaube ich, sehr gut den Nagel. Und der Philipp will Titanforging, also das ist egal, was droppt, ich schmiede es um, egal. Ja, es gibt da kein richtig oder falsch. Eventuell könnte man nochmal nachdenken, was mir auch gefallen würde, was ja, wo Titanresiduum so der Weg ist, den sie da ein bisschen eingeschlagen ist. In ICC gab es ja damals, oder beziehungsweise in ganz Wrath of the Lich King gab es diese Marken, nee, nicht Saronit, das war ja zum Herstellen, sondern die Frostmarken. Wo du für jeden Boss einfach eine Frostmarke gekriegt hast und wenn die Bosses so oft aufhörst, dann konntest du dann irgendwelche. Das heißt ja, Teile ja, dann muss ich ja jede Woche alles machen, woraus ich diese Marken kriege. Da werde ich ja gezwungen. Ja, okay.
Ja, irgendwer wird halt immer jammern. Ja. Aber eine Währung musst du immer farmen, ob es nun mal Artefaktwaffen Dingens ist oder Artefakt. Kommt halt drauf an, wie nervig du es machst und ob du es mit Inselexpeditionen verbindest oder mit Dailies oder mit welchen. Es gibt immer welche, die das übertreiben. Also. Wobei ich sagen muss, da sind sie nach viel Hin- und Herprobiererei mittlerweile mit dem Azerit und der Ketchup-Mechanik, wie sie jetzt funktioniert, sind sie da, glaube ich, schon nah am Optimum. Und also dann schaffen sie es nächstes Add-on. Wenn ich mir angucke, wie viel Vorsprung die Leute haben, die das wirklich exzessiv betreiben, also es sind dann Gildenkollegen bei uns, die sagen, ich bin jetzt fast 70, aber ich habe gar nicht so viel gemacht, nur alle Dailies jeden Tag. Nur jeden Tag alles. 5, 6, 7, 20er Instanzen die Woche und alle Raids durch, ich habe gar nicht so viel gemacht. Auf 8 Chars. Ja, ja. Aber wie viel Vorsprung die haben vor jemandem wie mir, der 5 Weltquests die Woche macht, 1, 2 Dungeons und die paar Mythic-Bosse und so weiter. Ja. Der Abstand ist so gering, dass ich mich nicht gezwungen fühle, viel zu machen, aber gleichzeitig groß genug, dass die, die viel machen, sich noch drüber freuen, dass sie weiter vorne sind. Dass ihre Halskette 4 Item-Level mehr hat. Ja. Wow. Ich meine, da sind dann natürlich so Knackpunkte, wie jetzt ab hier hast du die dritte Essenz freigeschaltet. Das sind halt so Breakpoints, da ist es dann vielleicht mal ein bisschen nervig. Der hat die schon, ich habe die erst in anderthalb Wochen. Wenn ich das halbwegs schnell kriege und der Hardcore-Farmer sein Item-Level plus, dann ist es ja... Also da muss ich sagen, das System, wie es jetzt ist, ist da schon echt gut und echt nah am Optimum. Wenn man das vergleicht mit den Artefaktwaffen früher, keine Ahnung. Ich hoffe, es bleibt wirklich dabei, dass die das nächste Add-on komplett abschaffen. Sowohl das Herz als auch irgendwas Artefakt machen. Naja, also ja, okay, aber langsam wird es dann lächerlich, ne? Wenn sie immer wieder, hier sind Artefaktwaffen, jetzt nehmen wir euch Artefaktwaffen weg, hier ist eine Halskette, jetzt nehmen wir euch die Halskette weg, hier ist das nächste irgendwelche Feature und ich denke mir so, im Epilog, Spoiler, behalten wir ja das Herz. Ich weiß nicht, ob das nur storytechnisch behalten ist. Ich weiß nicht, wobei das halt nicht. Ich habe auch gesehen, dass es Epilog genannt wurde, aber das ist, was Tanja jetzt meint, ist eine gespoilerte Cutscene, die für mich nicht die End-Cutscene ist, sondern die ist die Cutscene, wie wir gerade den Boss besiegen. Danach kommt halt garantiert ein Cinematic. Ja, ja. Nee. Das spielt ist das Gleiche, als wir bei Sagiras Schwert am Ende, ganz am Ende von Legion. Also kriegen wir kein Cinematic, was die Erweiterung beendet. Ja, doch. Was für ein Cinematic? Wir haben auch in Dings keins bekommen. In Legion. Nee, in Legion. Die allerletzte Zwischensequenz, ne? Da, wo du In-Game Cinematic hattest, war, als du deinen Bogen oder dein Schwert gegengehalten hast, um Sageras Schwert zu neutralisieren. Das ist das, was jetzt Epilog ist, ja. Das ist die End-Cinematic, das heißt, du wirst, nachdem du einen Soft besiegt hast. Dann habe ich schon anderes gesehen als du. Ja, ich habe eins gesehen, was im Raid gespielt hat. Nee. Das ist aber nicht der Epilog. Genau. Also, das ist nicht das Ende der Weiterung. Das in der Kammer ist das Epilog. Ja, du steigst in die Kammer. Nee. Du kommst ganz am Ende mit Magnus in die Herzkammer und er erzählt, dass jetzt alles wieder gut ist und Azeroth nicht mehr vor Schmerzen schreit. Und du sagst, wow, echt? Dann hältst du dieses Herz da in der Hand und Magni sagt, ganz, ganz heroisch, du bist nicht nur der Champion deines Volkes, sondern von Azeroth. Tada! Ende. Dann habe ich eine andere gesehen. Ich habe die gesehen, wo wir einen riesigen goldenen Strahl durch unser Herz geballert haben. Ja, das ist im Raid. Aber es gab noch zwei andere Cutscenes, die geleakt worden sind. Einmal ist das mit Furoren in Pechschwing-Abstieg, wo die Quest anfängt. Und das Epilog ist dann alles wieder gut. Ja, gut, so wir haben Friedensvertrag mit Allianz. Hey. Azeroth ist gerettet. Naja, das Herz kannst du behalten. Ist es nicht toll? Also ich weiß nicht, wie die Entwickler mittlerweile dazu stehen, aber ich glaube, dass sie mal durchgeblickt haben, dass sie jetzt mal ein System behalten wollen, auch über aber bitte nicht dann die Hals... Also dieser Zug ist an uns schon vorbeigefahren. Ja, also ich bin immer noch der Meinung, dass ich das Halskettensystem deutlich besser finde als das Artefaktwaffensystem. Ich fand Artefaktwaffe großartig, Hals bitte nicht mehr. Also hättest du jetzt gerne statt der Halskette dann, was weiß ich, sagen wir, du behältst die Halskette und diese ganze Azerith-Rüstung fällt raus und die Halskette kriegt einen Talentbaum wie deine Artefaktwaffe. Das wäre dir lieber. Nein.
Ich will eine coole Hintergrundgeschichte. Ja, aber die Waffen sind ja weg. Die ja, genau, ja, dieser Zug ist abgefahren. Das ist ja mein Problem. Also, ich kann nicht mehr aufspringen. Also, ja, um das aber klarzustellen, du mochtest nicht das System der Artefaktwaffe, sondern die Geschichtsträchtigkeit, die Optik, die genau, Coolness. Nicht das, wir sammeln Artefaktmacht-System und schalten Talente frei. Aber weil das ist ja ein wichtiger Unterschied. Naja, so viel Unterschied zwischen Halskette und Artefakt-Dingen gibt es nicht. Und dieses tausendmal Schmiede umschmieden, im Sinne von, wow, wir haben gemerkt, dass wir doch da ein bisschen Mist gebaut haben, jetzt bauen wir die Herzkammer, jetzt versucht mal diese Punkte da zu erreichen, ist nichts anderes. Das ist ziemlich ähnlich, aber ich finde die Halskette trotzdem besser, das System. Also. Eben, geht mir genauso. Mehr flexibel. Es ist ein upgegradetes Artefaktwaffensystem mittlerweile. Also. Ja, dann hätte sie doch die Waffen auch behalten können. Ja, dann müsste ich genau, keine zweite, genau. Dann müsste ich keine zweite Einheitswaffe. Warum muss man immer was Neues machen? Farmen, das ist so furchtbar. Das ist doch auch für die Entwickler. Also, okay, du musst immer was Neues haben. Du musst diesen, ja, nicht nur die Klassen, wie die sich spielen und so. Pass auf, nur weil ändern, der fucking Golf 2 getuned ist, ist er immer noch nicht besser, als wenn du mit einem fetten Sportwagen irgendwo hinfahren möchtest. Ja, verstehst du? So Porsche. Du hattest einen geilen Porsche und dann später... Irgendwann nach 10 Jahren haben sie dich in einem Golf 2... Der ist zwar getuned und kann vielleicht auch 200 fahren, aber nein. Ja, man muss schon immer ein neues Feature machen, worum die Leute spielen. So mit ihren Klassen. Mann, mal es violett an und dann ist es schon ein neues Feature. Naja, ja, aber... Schon allein, dass sie sich die... Also wenn wir in die nächste Erweiterung gehen und das Herz von Azeroth so behalten, wie es ist, die Azerith-Perks so behalten, wie es ist, die Klassen so bleiben, wie es ist. Das ist, weißt du, die neuen, man hätte jetzt so viele neue Skins für diese Waffen machen können. Man hätte so viele, von mir aus auch diese visuellen Zaubereffekte mit einbauen können. Die Ordenshalle haben sie auch weggeworfen, by the way. Einfach so. Tschüss. Ich bin jetzt nur dort. Ich gehe ab und zu hin zum Ehrenmarken fahren. Ich gehe da einfach nur hin, weil ich ein Tor dahin habe und mich wieder zurückfahren kann. Also und die Erweiterung hat sich ja, also Legion hat sich nicht unbedingt um die Artefaktwaffen gedreht. Die BFA dreht sich aber schon um unsere Halskette. Deshalb wäre es jetzt umso lächerlicher, wenn wir die nächste Erweiterung einfach sagen. Ach ja, diese Halskette. Oh, hier ist eine neue grüne Halskette. Die ziehe ich an. Und ach, dieses Schwert in Azeroth. Was war das nochmal? Ach, ich farm jetzt hier irgendwas. Das wird die Halskette Geschichte sein. Die wird die Power, die da drin ist, haben wir in den Sott. Damit besiegen wir den Sott und dann ist die fertig. Das ist natürlich die Frage. Wenn wir stellen sie in der Herzkammer aus und vergessen sie. Wenn die nächste Erweiterung wirklich so ein wir sterben alle und alles geht den Bach runter ist, vielleicht ist dann auch die Halskette egal. Was ich allerdings auch erschreckend finde, dass wahrscheinlich nicht Shadowlands werden, weil irgendwie so diese ganzen Leaks, dass Sylvanas uns am Ende alle umbringt und bla bla bla, schon mal mit dem Epilog nicht übereinstimmt, weil du im Epilog sehr lebendig und glücklich aussiehst und Azeroth gerettet ist. Da ist nichts von wegen, oh, jetzt ist Azeroth wieder in Gefahr, weil die Todesgötter jetzt ihren Aufstieg feiern. Sondern es ist so ein wirklich happy, happy Bollywood-Ending. So, alle tanzen am Ende und sind fröhlich, weil Azeroth ist gerettet. Yay. Okay. Ja, das heißt, es wird wahrscheinlich eine andere Erweiterung dann. Beenden wir doch mal das Thema 8.3 und kommen zum nächsten Thema. In anderthalb Wochen ist die BlizzCon, dann werden wir wissen, was die nächste Erweiterung ist. Ja, wenn du irgendwo Bollwaren in Wänden siehst, bitte mailen, instant. Ja. Ich versuch am Vorabend schon mal reinzulunzen, aber aus Erfahrung kann ich sagen, da ist nichts zu sehen. Doch. Man muss auch sagen, das Convention Center, da ist eine Einsatzzeit. Da ist eine Glasfront, dann kommt nochmal eine, wie bei so einer Messehalle halt, nur Vorhalle, dann kommt nochmal eine Wand und dahinter kommt nochmal eine Wand. Pass auf, du sitzt da mit bestimmten Managern und was auch immer, Insidern, mach dir doch mal mit ein paar White Russians so dir Holz. So jetzt geübt. Und du weißt schon. Kannst du mal probieren. Oder nimm so einen langen Stock, den du über die Wände machst und fotografierst am Ende mit deinem Handy. So. Ich suche mir irgendeinen Bauarbeiter, der da rein und raus geht, drückt dem 50 Dollar in die Hand und sagt mir, komm, sag mal, was steht denn an den Wänden? Mach mal ein Foto. Hier, nimm mal ein Handy, mach mal ein Foto. Ah, ist, ob die ein NDA haben?
Bestimmt. Ich gehe schwer davon aus. Das sind alles bestimmt Blizzard-Mitarbeiter. Außerdem, sobald du reingehst und die Presse darf ja sowieso schon mal einige Zeit vor den ganzen Besuchern rein, siehst du schon, was da überall rumhängt. Das war damals bei Red Dead Redemption gar nicht anders. Wobei zum Beispiel bei Battle for Azeroth, das war ja, wurde angekündigt, als ich da war halt nichts. Da war nada an den Wänden. Okay. Das war eh ein Tag vorher. Also, ja. Oder? Auch vor der, als wir morgens reingegangen sind, war da noch nichts. Während die große Eröffnungszeremonie war, haben die das wahrscheinlich, also die Eröffnungszeremonie ist an der Bühne ganz auf der einen Seite und WoW ist in der Regel relativ weit auf der anderen Seite. Wir sind an WoW vorbeigegangen, an den Spielestationen, an der WoW-Bühne und so weiter, da war nichts. Da waren die ganz normalen WoW-Banner, wie sie halt immer da sind. Wir sind dahin, haben die Eröffnungszeremonie geguckt und auf dem Rückweg standen dann an den Monitoren, waren so Pappdinger um die Monitore rum, okay, mit Battle for Azeroth, große Banner wurden hochgezogen und so weiter. Mhm. Also das haben sie so vorbereitet, dass sie das in Minuten schneller alles aufbauen können quasi. Und das ist wie bei den Simpsons, bestimmt, wenn die UdSSR wieder in die Macht kommt und die Panzer aus den Dingen fallen. Ja, wenn die Bilder rumdrehen und der Mann. Ja. Lenin steigt wieder auf. Ja. Naja, also das, ja, okay, das hast du vorher nicht gesehen. Aber klar, irgendwer wird das schon wissen. Ich bezweifle, dass der gute Martin, unser PR-Mensch bei Blizzard, dass er sich von mir abfüllen lässt. Vor einem Tag. Ach, du musst kreativ sein, meine Güte. Ich kann ihn zwingen. Mit vorgehaltener Banane. Wow, es lohnt sich voll, eine Strafzeit zu begehen, um 2 Stunden vor der Ankündigung irgendwie zu erfahren, dass es doch nicht Shadowlands wäre. Ja, und dann sagen die Leute, ach, diese Leaks. Ha. Ja, ja. Das ist doch geplant von Blizzard. Das ist doch. Das es kann nur besser werden als Battle for Azeroth, egal was sie ankündigen. Von mir aus Land of Vulpera oder sonst wie. Ist es mir alles egal, aber bitte Happy Battle Vulpera for Azeroth Adventure beenden. Ich fieber drauf hinzu. Ja. Invasion of the Vulpera. Ja. Wenn der Patch und so nicht heißt, heißt die nächste Erweiterung. Ja, von mir aus, bitte. Alle haben bei MOP damals auch gelacht und das ist eine der besten Erweiterungen. Wobei ich auch in der Retrospektive finde ich Battle for Azeroth immer noch weit nicht so schlecht, wie die Leute es machen. Ich finde es immer schlimmer noch eine als gute WoD. Erweiterung. Schlimmer als ich WoD. Sehe ich halt überhaupt nicht. Ich finde Battle for Azeroth ist ein leicht schwächer als Legion, aber ist immer noch auf sehr hohem Niveau. Für jemanden, der Wert auf die Geschichte legt, vielleicht nicht so. Ich lege mehr Wert auf Balancing Features, Bosse, Raids. Ich lege auch mehr Wert auf Features und am Anfang war die Halskette nicht so geil. Muss man schon sagen. Und das ist noch lange nachgehalt. Also mittlerweile finde ich Battle for Azeroth auch nicht schlecht. Ja, es war vielleicht eine falsche Entscheidung, dass sie haben ja von Anfang an gesagt, bewusst. Sie wussten ja damals schon, dass das Essenzensystem kommt und so weiter. Beziehungsweise gehe ich davon aus, weil man so ein System halt nicht in 3 Wochen aus dem Boden stampft. Sie haben ja damals gesagt, sie fangen bewusst mit eher unspektakulären Azerith-Perks an und steigern das dann im Laufe der Erweiterung. Ja, das kann war der, vielleicht einfach zu niedrig eingestellt. Das kann der Autonormalspieler halt nicht akzeptieren. Der sieht dann, das ist blöd. Ja, ich hab auch dann die Meinung gehört, wenn sie wussten, dass so komplizierte Sachen kommen, warum schmeißen sie die dann nicht direkt rein? Ja. Ja, genau, und das wird alles nicht richtig getestet. Ja, okay. So sieht es dann halt aus, wenn du das nicht richtig kommunizierst. Oder das nicht an den Spieler durchsickert oder so. War vielleicht der falsche Weg. Sie hätten vielleicht einfach mit ein bisschen komplexeren Sachen schon einsteigen müssen. Oder die Essenzen einfach direkt von Anfang an oder nach dem ersten Patch oder so. Das Essenzen sind doch nachhinein entwickelt worden als Notfallpflaster. Nee, doch. Das glaube ich nicht, dass man so ein System innerhalb von 2-3 Monaten aus dem Sie haben angefangen, ein Dach zu machen, bevor sie das Fundament überhaupt gegossen haben. Und wenn doch, Chapeau. Wenn doch, sehr viel Respekt. Ja. Wenn man so ein System in 3 Monaten aus den Stiefeln zieht. Da hat einer eine Gehaltserhöhung bekommen. Ja, aber das glaube ich nicht. Das war von Anfang an so geplant. So oder so ähnlich, aber vom Prinzip her war es definitiv so geplant. Wenn du dir anguckst, wie lange Features entwickelt werden müssen. Ich bleib dabei, das schaffst du nicht in 3 Monaten. Auf den Server zu bringen, von der Idee her. Ja, aber gehen wir mal weg vom BFA und gehen wir zu der kommenden Erweiterung. Gehen wir mal weg von WoW.
weg vom BFA. Die ja dann scheinbar doch nicht Shadowlands wird, über was wir hier auch schon das ein oder andere Mal geredet haben. Oder vielleicht doch, aber im Moment gibt es noch einen anderen Favoriten. Was der, auch damit zusammenhängt. Der damit auch zusammenhängt, dass verschiedene Skins geleakt oder gefunden wurden, die Todesritter, Pandaren gezeigt haben und verschiedene Rassen als Todesritter. Alle verbündeten Völker. Alle verbündeten waren es? Ich habe jetzt nicht mehr die ganze Liste. Inklusive Pandaren. Ich habe nur eine Liste vor meinem geistigen Auge. Man hätte auch einfach alle schreiben können, ne? Statt der Liste. Was sehr witzig ist, ich wenn du an dich geschmiederten Trainer. Ich habe ehrlich gesagt nur das mit den Todesrittern gesehen. Also ich weiß jetzt nicht, was der Plot sein soll. Den Plot erzählt Tanja uns jetzt. Naja, was heißt erzählt? Nee, es ist ja irgendwie geleakt worden, schon vor einer Woche müsste es sein, ne? Dass, also irgendwann zwischen dem letzten Buffcast und dass Todesritter auf einmal, also nicht nur Skins, sondern auch neue Waffen aufgetaucht sind und Portal direkt zum Lichkönig, also direkt zum Bolvar. Es ist jetzt alles vergessen, was wir in Wrath of the Lich King versprochen haben. Geht weg und vergesst mich. Verratet niemand. Ja, genau. Was hier passiert ist. Ach, was ist? Wir machen ein Portal zu ihnen direkt auf. Ja. Und darüber haben wir uns aber auch ziemlich zeitnah, ne, nachdem es geleakt worden ist, unterhalten, dass sie ja nicht ewig dieses Menschen- und Elfen-only oder diese klassischen Völker-only Todesritter behalten konnten, weil irgendwann mal die Verbündetenflut so groß ist, dass der Auswahl an Todesrittern, Rassen im Vergleich dazu jetzt extrem klein ist. Vor allem, weil passionierte Todesritter halt grundsätzlich von diesem kompletten Feature der Verbündeten Rassen ausgeschlossen sind. Genau. Dass sie sich da irgendwie was überlegen müssen. Und das haben sie scheinbar. Okay, und was ist jetzt der Plot? Na, der Plot ist, dass also Bolvar, der ja auf dem Portal zu Shadowlands sitzt, quasi, weil der Thron ja nichts anderes ist, das ist auch so ein Übergang in Schattenlande. Okay. Und nachdem Sylvanas uns vielleicht jetzt umbringt, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht mehr, in diese Göttergeschichte uns überleitet. Also Bolvar jetzt weniger als Gegner, sondern mehr als entweder als neuer Anführer der Todesritter. Was hat Sylvanas mit den Todesgöttern zu tun? Nein, sie hat ja einen Pakt mit Helia geschlossen. Ja, okay. Das ist ein Todesgott? Ja, Helia ist eine Todesgöttin. Okay. Und Sylvanas jetzt allgemein vielleicht diese Lichkönigin-Geschichte durchziehen möchte, also indem sie selber eine Göttin sein möchte zum Beispiel. Okay. Das war ihr großer Plan? Oder? Ja, das wissen wir nicht. Wir wissen es immer noch nicht. Das ist ja das Problem. Was ist, diese was wir Story, wissen? Also wenn diese Story also nicht irgendwie Sinn ergibt am Ende, dann weiß ich auch nicht. Das würde also bedeuten, wir kriegen quasi doch eine Shadowlands-Erweiterung, nur von einer anderen Richtung her. Also nicht, dass wir über Sylvanas quasi dahin gehen, sondern dass wir über Bolvar dahin gehen. Das heißt, aus einem anderen Grund. Aber und was machen wir da? Wir kämpfen so gegen die Todesgötter. Gegen alle, die ganzen. Ich bin dabei. So wie die ganzen Todesgötter sich wahrscheinlich jetzt, was der Ilgenot ja auch in seiner Prophezeiung gesagt hat, dass die sich jetzt um diese ganzen Seelen, die im BFA gestorben sind, also halt von den Toten streiten werden, wer dann der größte Macker in the house ist. Okay. Und dass Sylvanas da mitspielt. Das Problem ist, was heißt ein Problem? Aber ja, damit lösen sie dieses Problem, dass die verbündeten Völker nicht Todesritter werden dürfen, indem sie jetzt Todesrittergeschichte neu aufrollen. Was ich allerdings hoffe, nur für Verbündete dann. Also, dass sie dieses eine Intro nicht bekommen. Für nicht für die Alten, weil damit würden sie wirklich eine ziemlich geile Story, also diese klassische Todesritter-Startgebiet, würden sie halt killen. Was ich glaube, zumindest anhand der Länge der Datei, die geleakt worden ist, ist ja nur eine Datei, also es ist ja noch kein Video, wird es wahrscheinlich nur so ein Intro sein von 20, 30 Sekunden, in dem kurz erzählt wird, ach ja, übrigens, die Todesritter haben jetzt, oder der Todesgebieter hat jetzt übrigens hier rausgefunden, wie man neue Todesritter macht, du bist einer davon. Viel Spaß. Ja, also ich könnte mir das lore-technisch tatsächlich so vorstellen, dass du die alten Rassen, alten Völker quasi ganz normal zum Todesritter machst, dann durch die Erweiterung laufen lässt, bla 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 bla. Und dass in dem Moment, wo Bolvar quasi in die Schattenlande aufbricht oder uns in die Schattenlande führt oder sowas, quasi sagt so nach dem Motto,
Boah, ich habe ganz schön nicht mehr so viele Todesritter unter meiner Knute. Vielleicht mache ich mal das Rekrutierungsbüro auf. Du, Pandare, wie wär's denn? Hast du Bock, Todesritter zu werden? Das ist ja, es gibt ja noch eine Line zwischen Darien. Darien ist der größte Gegner des Lichkönigs, war schon immer. Das ist der, der die Todesritter befreit hat von Arthas Joch in Wrath of the Lich King. Und der dann die in der Halle noch gedient hat, etc. pp. Einer der Chefs der Todesritter allgemein, Moraine. Der hat auch einen Dialog, der auch bisher nur als Zeilen-Dialog halt geleakt worden ist. Und es könnte sein, dass die irgendwie da diesen Fight austragen, ob der Lichkönig jetzt die Todesritter wieder anführt oder nicht, weil das würde ja dann bedeuten, dass sie ja wieder seine Knechte wären. Ohne eigenen Willen, was du im Spiel allerdings nicht bringen kannst. Ich muss gerade mal sagen, es ergibt alles zu viel Sinn und alles viel zu gut, um das wirklich passiert, glaube ich. Also doch Vision, Invasion. Also ich denke Corgi nicht, dass Bolvar wird jetzt zwar nicht unser Darling sein, also im Sinne von, wow, ich helfe euch, weil bla bla bla, sondern weil er uns helfen muss. Also und deswegen werden wahrscheinlich die Todesritter sich zumindest auf einem Papier wieder mit ihnen verbünden, dass sie die Möglichkeit haben. Theoretisch hat schon der Todesritterheld schon die Möglichkeit eigentlich, die Toten wieder aufzuerwecken. Es ist nur dieser moralische Kodex, der ihn einfach davon abhält, indem er sagt, ja, ich bin besser als der Lichkönig, ich erwecke nicht jeden wieder. Mein Ghoul. Aber jetzt ist vielleicht die Notzeit angebrochen und wir müssen doch die ganzen Leichen hier, die da sowieso schon rumliegen, weil sind ja haufenweise Nachtelfen gestorben, haufenweise Nachtgeborene, Pandaren, was auch immer, dass wir sie wieder auferstehen lassen. Ja. Das Einzige, was davon passiert wird von den ganzen Leichen, ist, dass die Armee der Toten künftig 7 statt 6 Skelette hat. Vielleicht. Aber diese Entwicklung war längst, längst überfällig, schon allein um diesen Flaschenhals aufzulösen, dass du wirklich nur diese ganz klassischen Völker, denn allerdings hoffe ich wirklich, dass das Startgebiet der Todesritter für die jeweiligen Rassen, sowas das wie Blutelfen, bleibt. Und das müssen sie irgendwie nochmal neu machen. Also ja, aber nicht überspielen das Alte, weißt du, dass du auch als Blutelfen nicht oder als Mensch nicht unbedingt in neuen Szenario aufwachst, weil das neue Szenario, wenn das nur 20 Sekunden dauert, dann fuck you. Okay. Weil das wäre tatsächlich die letzte Möglichkeit, diese klassische Arthas-Story vielleicht nochmal zu erleben, wenn sie überspielen jetzt. Wow, das wird wahrscheinlich angenommen. Kann man nicht Arthas... Da musst du 15 Jahre bis zum Classic. Ja, Classic. Kann man nicht Arthas wiederbeleben? Des Todes? In Shadowlands ist es. Gab's ja schon mal vor BFA, gab es ja schon mal den Leak hier mit der Lichkönig-Erweiterung. Es gibt eigentlich vor jeder kommenden Erweiterung, weil eine Lichkönig. Jeder will halt in case of emergency. Lich King. Genau. Ja. Naja, vergiss nicht. Da ging es doch darum, irgendwer sollte den Leichnam von Arthas klauen und zum Loa bringen, zum Wiederbeleben oder irgendwie sowas. Ja. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja. Naja, die Sache ist übrigens, guck mal, wie sie mit Redemption Story für Illidan, was Legion halt wieder für Leute zurückgebracht hat. So explosionsartig. Redemption Story Arthas. Ja, so blöd es auch klingt, jetzt haben wir halt. Redemption und Story, jetzt haben sie. Nur der Name. Egal welche Meinung, Arthas. Und die ist meist halt nicht so positiv über BFA ein bisschen Fettnäpfchen getreten. Das ist immer so gewesen. Man hat Blizzard was Geiles gemacht, dann weniger geil, Cataclysm, Mist of Pandaria und so weiter. Ist ja auch immer Geschmackssache. Geschmackssache, aber die Leute sind halt, finden, BFA ist nicht so geil wie Legion. Und jetzt mit Redemption Story von Illidan, was die abgefeiert wurden. Und jetzt können sie tatsächlich mit so einer Lichkönig-Erweiterung die Leute wieder ein bisschen triggern, dass die wieder zurückkommen. Sie wird niemals so geil sein wie Arthas, bin ich mir ziemlich sicher, wobei Arthas ja auch noch eine Rolle spielen könnte, weil er jetzt in Shadowlands ist. Aber vieles, auch das Wiederauftauchen von der Tochter von Bolvar, die jetzt da ein bisschen flirty-flirty mit Anduin ist und so weiter. Also du denkst so, ja, okay, jetzt sind doch sehr viele Hinweise und ich glaube, ich wäre enttäuscht, wenn jetzt doch nichts kommt. Ja, wobei, wenn du sagst, die Geschichte wird niemals so gut wie die Arthas-Story, muss man dazu halt auch sagen, dass du Fan von Warcraft schon lange bist und für dich die Arthas-Story nicht in WoW
eindeutig, nicht nur im WoW-Spiel. Für jemanden, ich zum Beispiel habe die Warcraft-Spiele so am Rande mal gespielt, aber für mich ist Warcraft immer WoW gewesen. Und wenn du nur die WoW-Geschichte von Arthas nimmst, ist es halt eigentlich nichts weiter als die super kitschigste Storyline, die man sich hätte ausdenken können. Ich stehe auf den Scheiß. Ja, aber wenn jemand sagt, das ist ja einfach und billig geschrieben und kitschig, und dann ist halt es für ist mich Arthas das Paradebeispiel dafür. Es ist alles andere als einfach geschrieben. Die Story, die sie jetzt produzieren, ist halt ein Schlund. Allerdings muss ich sagen, was Patch 3 wiederum an Story bringt, ziemlich geil ist, weil damit hätte zum Beispiel auch Cataclysm enden sollen. Also mit so einem Zoff oder Schwarzes Imperium. Direkt am Anfang. Ja, am besten kein, so. Einfach gar kein Cataclysm. Und ich bin schon fast, was ich halt gesehen habe von Nya Lotta und diese ganzen Geschichte drumherum, auch wenn sie jetzt nur in der Traumwelt ist, wäre schon geil gewesen, eine ganze Göttererweiterung zu haben. Also ich finde das schon fast für einen Soft zu schade. Entweder hätte man in den Kataklysmen verwursten sollen, also wirklich, weil vieles drauf so eine Andeutung an die alte Götter war, aber nie so richtig. Wenn du so ein Gebiet hast wie in der Vision mit Ashara, da ich bin alter Gott und dann diese Pyramiden und so. Das wäre ja eigentlich eine ziemlich geile Erweiterung für sich gewesen, ganz ehrlich. Also wo richtig fett die Neruba rauskommen mit ihren Königreichen, Ankh-Neff und so weiter, macht wieder die Tore auf. Ja. Dann hätten wir Zitun, der wieder aufgewacht ist. Und Yogg-Saron treibt sich jetzt in woanders rum, was auch immer. Ist ja noch die Frage, ob wir den Soth wirklich besiegen. Also einen alten Gott kannst du nicht töten. Besiegen, aber töten nicht. Vielleicht kommt auch Illy dann kurz vorbeigeflogen und lädt ihn auch wieder auf das Raumschiff und fliegt wieder weg. Drive-by. Das wäre doch cool, oder? Dann hat er in einer Einzelle den Titan Sageras und in der anderen hat Illy er den alten Gott. Und dann, in case wenn of er, emergency. Wenn er Langeweile hat, macht er beide Käfige auf. Let's fight. Der muss auf Blizzard hat sich immer einen Gefallen getan, wenn sie die ein Thema beibehalten hat für eine Erweiterung. Ein Thema. Wir hätten Legion und solche Durcheinander-Addons wie eben WoD, wo beides gemischt worden ist, auf einmal Eiserne Horde und dann doch nicht und dann kommt die Legion und dann doch am Ende nur am Rande. Und da hat sich Blizzard auch in Cataclysm nie einen Gefallen getan. Behalte dein Thema für ein Addon. A, tun sich die ganzen Autoren, die durcheinander schreiben, damit leichter. Und B, kommen die Leute mit, die ja, sowas wie du, die. Es ist leichter, den roten Faden zu behalten. Genau. Und nicht sowas wie, wir haben auch letzten Podcast darüber geschrieben, dass du diese ganzen Toten, die auf dem Papier sind, nicht mitbekommst im Spiel. Sowas wäre zum Beispiel hilfreich gewesen durch Kleinigkeiten. Aber dazu fehlt Blizzard entweder die Zeit oder, also was ich wirklich hoffe, dass sie aus diesem Dilemma, was im BFA der Fall ist, gelernt haben und tatsächlich jetzt mal bei einem Thema in einer Erweiterung bleiben. Und ja, selbst ein Thema kannst du vielfältig gestalten, dass es nicht langweilig wird. Ja, natürlich. Ich meine, du hast mit Wrath of the Lich King hast du eine komplette Erweiterung, die sich ja eigentlich in der groben Storyline um nichts dreht, als wir reisen nach Nordend und nehmen die Zitadelle ein. Und ja, aber du arbeitest drauf hin. Ja. Du kannst mit der einfachsten Geschichte eigentlich eine ganze Erweiterung so gesehen, sehen. Wenn wir jetzt logisch, ohne jetzt viele Emotions, als BFA betrachten, hätten wir darauf hinarbeiten sollen, wenn ich den ersten Cinematic nehme von BFA, dass wir entweder Undercity raiden oder befreien und wir arbeiten darauf hin, dass wir Sturmwind einnehmen. Das wäre für mich so ein Thema, wo straight up am Ende, wie sie es am Ende aufgelöst hätten, ist scheißegal. Aber wir hätten darauf hingearbeitet, entweder Undercity zu befreien oder... Genau, das ist ja das, was ich damals bei der Ankündigung in den ersten Podcast auch immer gesagt habe und mir so gewünscht hätte, wenn das Ganze darauf hinläuft, dass wir, also dass die Allianz den Hordenchef als Endboss der Erweiterung hat und die Horde hat den Allianz-Endboss als Endboss der Erweiterung quasi. Dass du als Hordler die in das Schloss von Sturmwind eindringst und oben im Thronsaal, gut, der Thronsaal müsste dann mal überarbeitet werden, der ist nämlich echt hässlich mittlerweile. Also, er sieht immer noch aus wie ein Klassik, echt hässlich. Und wir nach Orgrimmar oder nach Es spielt keine Rolle, hässlich oder sonst. Ja, es ist
selbst wenn es nicht Ogrimmar wäre, damit du nicht sagst, oh, schon wieder Ogrimmar, sondern halt Undercity wieder. Jetzt, ganz ehrlich, Sylvanas hätte... Silbermond mal wieder. Sylvanas, als sie wie Superman hier weggekreischt, weggeflogen ist, nachdem sie Saufan gekillt hat, hätte genauso in Undercity landen können und sagen können, haha, mich und meine Getreuen tut ihr solche nichts, wandt euch einen Weg zu mir oder bekämpft mich, um mich für alle meine bösen Taten büßen zu lassen. Stattdessen klatschen sie halt ein Sof hin, was schon bedingt erklärt worden ist durch Achara, aber ich finde das so fucking schade, dass es gibt keine Auflösung für diese Geschichte für mich, so gesehen. Keine logische. Keine befriedigende. Ja, keine, ja, eher keine, nicht sinnvoll, sondern eher keine befriedigende, weil alles hat nach was anderem geschrien am Anfang. Hm. Und der Anfang war schon bombastisch, also da, wie Sylvanas anders sieht, die verteidigt hat. Es hat die Leute schon richtig so hochgetrommelt. Und, ja, und das Beste ist, du hast schon damals gesagt, so, ja, wartet, zwei Patches weiter, machen sie einen Friedensvertrag. Und was ist passiert? Ja. Das spricht die Erfahrung aus dem. Ja. So vor allem so dieses ganz kalte, wo wir schon hier mit Hufen geschart haben, so zwei Patches weiter machen sie einen Friedensvertrag. Ja, ich hätten uns im Büro beinahe erwürgt und gegenseitig umgebracht. Ja, ja. Vor Horde gegen Allianz und Silber. So, ja, wir hätten halt nicht nochmal Siege of Ogrimmar 2.0 machen können. Ja. Wobei die Story mir jetzt mittlerweile zu kompliziert ist. Also wie gesagt, es ist dieses 4D-Schach, das Sylvanas spielt. Ja, es ist halt für den aber das, was ihr gesagt habt, alles... nicht so tief in der Lore ist, ist halt schwierig mitzukommen. Da ist halt diese, Entschuldigung, wenn ich wieder sage, aber diese super simple Arthas-Story, so, oh, er wird verdorben und er tötet alle und er verschanzt sich an seiner einsamen, an seinem einsamen Spitzen, seiner Festung der Einsamkeit, und ja, wir müssen ihn töten. Das ist halt, da kommt man mit. Ja, diese Geschichte hat sehr viele Nuancen außenrum, die man aber nicht braucht, um das große Ganze zu verstehen. Und hier bei Sylvanas, ja, weil braucht man es offensichtlich. Jeder Hauptmann in jeder, und bei Allianz sogar mehr als bei der Horde. Horde taucht dort auf und hast ein bisschen Undead, also Untoten-Story, die sich an Arthas rächen wollen. Während in Allianz-Festung, und das war genial, jeder Hauptmann sagt, je weiter du ins Ödland vorkommst, desto näher kommst du den Endgegner. Arthas ist böse, wir sind hier, um Arthas zu retten. In jeder Allianz-Siedlung, selbst im kleinsten da Kaff. Bei der Horde war das nicht so geil, aber bei Allianz war das richtig, richtig genial. Und hier sagt mir andauernd irgendjemand, ja, Sylvanas muss büßen, aber ich kämpfe jetzt gegen einen alten Gott, und weißt du, gegen Achara oder sonst was. In Mob haben sie es ja auch gemacht. In Mob haben sie im Grunde gesagt, ja, Garrosh ist der Endgegner. Gleich am Anfang. So. Ja. Am Anfang wusstest du, okay, das ist der Bad Guy. Darum, ja, aber du hast auch seinen Verfall so richtig mitbekommen, ne? So, wo er sogar angefangen hat, eigene Leute abzufacken. Und Sylvanas hat zwar eine ähnliche Story, aber niemand hat sich irgendwie getraut, sie zu Ende zu erzählen. Ja, wir harren der Dinge, die da kommen. Ich bin so gespannt, wie dieser Plan, diese 4D-Geschichte von Sylvanas ausgeht. Ja. Also ich kann, aber was ihr gesagt habt, also wenn das so kommt mit dem Bolvar und so rum die Shadowlands, dass das so kommt und dass deshalb das mit den Todesrittern ist, dann ja, okay. Ja. Wenn sie die Kräfte von Helia hat, okay. Ja gut, wir wissen es natürlich. Also damit könnte ich mich anfreuen, das würde mich zufriedenstellen. Ich meine, man hätte es anders aufbauen können. Es fehlt dann... In meiner Überlegung fehlt dann halt erstmal nochmal ein Trigger, warum Bolvar jetzt dann auf einmal das macht und warum er das jetzt macht. Weil man kann ja nicht einfach sagen, so, die Geschichte ist zu Ende und zufällig genau jetzt hat Bolvar die Idee, bla bla zu machen. Es wird so schon eine Connection übergehen. Geben zwischen Bolvar und Sylvanas. Die fehlt mir in meinem Kopf halt jetzt noch für die Vorstellung. Oh, es könnte zig Millionen. Bolvar muss so low-key sagen, Sylvanas ist ganz schön stark, aber darf es nicht zugeben natürlich. Ja, Bolvar wird so die Rolle von Sylvanas übernehmen, denke ich mal. Also das, was du immer bei Sylvanas, bei dieser zwielichtigen, tricky Story gedacht hast, so, ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst, Mädchen, wird bei Bolvar nicht anders sein. Ich schreibe mal kurz auf, Bolvar wird neuer Kriegshäuptling. Du hast gesagt, er übernimmt ihre Rolle. Und dann wird noch wahrscheinlich was mit seiner Tochter laufen und bla bla bla. Bolvar führt die Vulpera an. Wer ist überhaupt ein Anführer der Vulpera? Stimmt, dachte ich auch gerade. So.
Okay, bei den, selbst bei Mechagnomen kenne ich den diesen Prinzen. Einen, den du am Anfang befreist, aber freue mich nicht, wie der heißt. Die haben doch gar keine Anführer, glaube ich. Die sind so ein Clan-Verband. Guck mich nicht an, ich bin Allianz. Ich habe in der ganzen Erweiterung nicht ein Wort mit einem Vulperer gewechselt. Ich schon, guck mal, wie du als Hortler überlegst, haben die überhaupt Vornamen? So viel geben wir auf Vulpera. Ja. Willkommen bei der Horde übrigens. Ja, Wer ist da der Anführer? Ja, ihr seid hier herzlich willkommen da drüben. Zwischen Untoten und Goblins ist noch ein Platz für euch. Dot und Dolly, die Namen kenne ich. Ja. Oh ja, und das ist, nachdem wir jetzt... Ich kenne immerhin die Namen von dem ein oder anderen Mecker-Gnomen. Immerhin kriegen die Untoten jetzt auch neue Anführer. Die nette Variante von Sylvanas und Nathanos. Kalia und Derek. Ja, denk ich mir so, vielleicht ist sie mehr so die intrigante Variante. Sind die nicht lieb? Noch. Oh, tschüss. Und halten sich ein Vulperer als Haustier. Ja, und tote Vulperer wird das ja mit Todesrittern geben. So witzig. Und tote Vulperer. Vulperer Todesritter, oh Gott. Nein, es gibt keinen Gott. Oh Gottes Willen. Ja, wir sind gespannt. Noch anderthalb Wochen, wenn wir das nächste Mal hier sitzen und uns unterhalten, dann wissen wir Bescheid. Boah, und dann wird Sebastian unsere Träume wieder zerstören. So ganz eiskalt. Ich würde es ja tatsächlich abfeiern, wenn es die nächste Erweiterung irgendwas ist, was bei diesem ganzen Leak-Karussell nicht ein einziges Mal. Ja, das wäre so witzig. So was ganz Abstruses, wie halt damals Mist of Pandaria, so fernab von allem, was weiß ich jetzt, die Mecker-Gnomen-Erweiterung, keine Ahnung. Aber logisch wäre, wenn man Sylvanas ausklammert, ne? Das hatten wir in VOD auch mit Höllenfeuer Zitadelle, da wurde die Legion schon angeteasert, weißt du? Oh Gott, ja. Am Anfang der nächsten Erweiterung, wie bei Garrosh, Thrall steht vor Sylvanas und besiegt sie irgendwie einfach. Ja. Und das ist so das erste Szenario und danach beginnt die Erweiterung, die sich um was ganz anderes dreht. Ja, das ist nur Sylvanas. Die hat Thrall jetzt besiegt oder wer auch immer. So, in einem so wie bei Garrosh, so. Ja. Die standen halt auf dem Feld und er... Ich finde ja immer noch die Illidan-Idee gut, der mit seinem Schiff ja mit Sargeras da die ganze Zeit durch die Gegend fliegt. Ich finde ja immer noch die Idee, dass am Ende jeder Erweiterung, wenn wir irgendwie einen Big Bad mal wieder besiegt haben, dass du quasi siehst, wie dieser Big Bad in einer überdimensionalen Zelle sitzt und du siehst Illidan, wie er die Tür zu macht. Bang! Nächste Erweiterung. Aber irgendwas muss es doch mit der Lehre zu tun haben. Ja, oder? Also das wäre natürlich der nächste logische Schritt, wenn wir jetzt einen Zoff, und das ist ja der letzte tötbare Gegner, also alte Gott. Zumindest auf Azeroth wäre, und nicht tötbarer, sondern besiegbarer. Wobei, man muss doch immer dazu sagen, es ist der letzte alte Gott, der bekannt ist. Oder? Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es keinen, der jemals festgelegt hat, es gibt so und so viele, sondern es kann theoretisch Milliarden. Hat sich damals schon festgelegt, hat aber dann einen Zoff doch noch dazu erfunden. Jetzt ist die gleiche Geschichte mit Xalatat, also mit dem Dolch, wo du nicht weißt, ob sie jetzt eine eigene Gottheit ist oder nur ein Teil von einer toten Gottheit oder was auch immer. Und sie ist jetzt verschwunden. Ja, aber es gibt im Spiel oder in der Lore keinen Fixpunkt, dass man sagt, es gibt nur. Es gibt in dem ganzen Universum nur x alte Götter, Punkt. Nee, alte Götter im Universum gibt es Milliarden. Genau. Auf Azeroth gab es nur... Es könnte theoretisch jederzeit, jetzt mal, wird nicht passieren, aber mit einem Meteor einer auf Azeroth fallen. Ja. Theoretisch. Und die Dinosaurier auslöschen. Oder Garrosh holt einen aus dem Alternativ-Parallel-Azeroth oder sowas. Bitte nicht. Ja. Naja, auf jeden Fall wäre es logisch gewesen, oder ist logisch, dass wir eine Lehrenerweiterung kriegen oder zumindest irgendwas, was damit zu tun hat. Weil Lehrenfürsten gibt es ja immer noch und zig andere verdorbene Welten ja auch. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber, Patch 8.3 sieht für mich so gut aus, dass es echt zu schade ist, dass der alte Gott und dieses schwarze Imperium-Ding, was unglaublich gut aussieht, ne, dass das nur für diesen einen Patch abgehandelt wird und dann ist Punkt. 8.3 also muss er auch jetzt irgendwie über ein halbes Jahr halten, ne? Also so viel ist da jetzt noch nicht drin, oder? Also... Naja, von den Story-Quests ist noch das allerwenigste. Okay, also, aber ja, wir kriegen eine neue heroische Kriegsfront, also die ist schon mal, da sind schon mal die nächsten Monate gesichert. Können wir nochmal den Slow-Clap vom Anfang einspielen? Nee, besonders viel. Der Raid wird halt groß, ja. Aber es ist tatsächlich jetzt noch keine Gebiete oder irgendwie sowas. Naja, New Alotta ist ja für sich ein eigenes...
4 neue Weltbosse kommen noch. Ja, spawnen die auch auf Azeroth, habe ich mich gefragt. Keine Ahnung. Habe ich noch nichts dazu gefunden. Aber ja, da wird das, was jetzt angekündigt worden ist, da wird, glaube ich, noch ein bisschen mehr kommen. Ja, BlizzCon. Ja, gehen wir mal davon aus, sie kündigen die nächste Erweiterung auf der BlizzCon an. Da gehen wir, glaube ich, alle von aus. Sie teasern, also mindestens teasern. Wird die frühestens im Spätsommer kommen. Ja. So, das heißt, wir haben mindestens auch nicht schon wieder im Sommer, bitte. Naja, Spätsommer, so wie Ende August, September oder sowas. Ja. Gehe ich davon aus, ist eigentlich immer ein gutes Datum. Für außer sie ändern mal was an ihren Zyklen. Das heißt, wir haben da halt noch ein bisschen was. Ne? Ja, wie gesagt, halbes Jahr. Ja, mehr. Ja. Mehr als, ja. Also von jetzt abgesehen, gut, weiß nicht, wann der Patch kommt. Ich sehe schon die nächste News. Visions of Azoth ist jetzt schon 8 Monate alt. Das bricht irgendein Rekord von ja, den letzten Patchen. Ich glaube, 8 Monate ist realistisch. Ich glaube nicht, dass wir nochmal 13 Monate andauernden letzten Raid sehen werden. Mhm, ja. Ja, glaube ich auch nicht, aber okay, ja, ist halt, ja. Ich, ist auch so ein Meme. Ja, ich glaube, dass Blizzard mittlerweile so flexibel aufgestellt ist, dass sowas nicht mehr passieren würde. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe nur einfach nur, dass jetzt BFA so schnell mit sich vorbei. Wenn ich Blizzard wäre, hätte ich ja für solche Situationen immer irgendwie einen popligen 5-Mann-Raid in der Hinterhand. Halion Raid. Oh, Halion. Ja, irgendwie so ein 5 Bosse, also nicht so poplisch wie Halion, sondern was weiß ich, 5, 6 Bosse, die Philipp, man, du hast gerade die geheime Taktik verraten. Du hast gerade die alten Vergangenheit Wunden wiederholt. So. Ja. Wrath of the Lich King, was? Ein Jahr Eiskronen-Zitadelle? Sowas passiert nicht nochmal. Oh, Mob, Siege of Orgrimmar, ein Jahr. Ja, aber dann in der Hinterhand hätte ich noch einen kleinen Halion, ja? Ja. Naja, aber sowas passiert nicht mehr. Sie haben es ja in der Vergangenheit jetzt bewiesen, dass sie es besser hinbekommen haben. Das ja. Ja, also aber Hasch, oh ne, also nicht besser geworden, sondern so, wow, nur weil du irgendwie 0,2% besser bist, heißt es nicht, dass es wow, herausragende Leistung ist. Also 8 Monate versus 13 Monate ist für mich ein bisschen größerer Unterschied als 0,2%. Für mich ist 8 Monate auch schon zu lang. Verstehst du das Dilemma? Sie haben sich ein bisschen gebessert, das heißt aber nicht, dass sie das Problem also wirklich angegangen sind. Ja, ist die Frage, ob, wenn du sagst, 8 Monate ist für dich zu lang, ob Blizzard das auch als Problem sieht. Und das glaube ich nicht. Ich habe kein Problem mit 8 Monate Raid. Ich habe ein Problem mit 8 Monate und sonst nichts. Und keine neuen Features. Aber das haben wir in jeder Erweiterung. Ja. Also es hat ja. Das wäre ja dann. Das ist der Punkt. Ja. Naja, gut, irgendwo muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir werden halt keine Patches von der Größe eines Najatar-Patches. Wir können von Glück reden, dass Blizzard aber trotzdem drauf achtet, und mir ist dann auch lieber, dass sie dann sich mehr Zeit lassen, bevor sie irgendwas Halbgares, was bei Spieleentwicklerstudios heutzutage normal ist, irgendwas Halbgares rausrotzen und dann nachpatchen müssen. Lieber tatsächlich noch ein paar Monate mehr Zeit nehmen. Klar, fließt dann vielleicht nicht so viel Geld rein, weil so viele Leute irgendwann mal keinen Bock haben, aber lieber was Ordentliches auf die Beine stellen. Wie gesagt, ich würde ja an Blizzard-Stelle hätte ich schon lange irgendwie einen 5-6-Mann-Raid entwickelt, designt, fertiggestellt, der überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun hat. Keine Ahnung, irgend so ein verirrter Titanwächter kommt angeflogen auf seinem Raumschiff und wir müssen ihn vom Planeten fetzen oder sowas, den man für den Fall, die nächste Alien Erweiterung muss irgendwie verschoben werden aus Grund XY, den man dann einfach schnell mal ins Spiel bringen könnte. Der immer, weißt du, da sitzen 3 Praktikanten dran, die den bei jedem Patch so auf den aktuellen Stand bringen. Sowas haben die bestimmt. Könnte ich, also würde ich zumindest, so lächerlich dass ich das auch anhört, aber ich würde sowas, glaube ich, bei der Erfahrung in der Vergangenheit und dem Shitstorm, den sie in der Vergangenheit für sowas gekriegt hätten, hätte ich sowas, glaube ich, in der Schublade liegen. Ja. Ich glaube, sie haben einfach nur den Ruf von solchen Raids mit Halion halt versaut. Ja, ich meine, Halion war halt auch kein Raid. Halion war halt ein Boss mitten. Vor allem, es gab keinen Grund. Wirklich. Nee, es gab keinen guten Loot. Die Erweiterung war zu Ende. Der hat, gut, für Tanja hat vielleicht erkannt, wieso der da ist. Ich natürlich. Mit meinem geringen Lore-Verständnis. Das war so das erste Mal, wo ich dachte, dieser World First ist jetzt ein bisschen
lächerlich. Das war wahrscheinlich auch der einzige, den die Amerikaner gemacht haben, oder? Vielleicht. Der letzte. Nee, Blood Legion hat damals Shaxxer als erste getötet. Ich kann mich dunkel dran erinnern. Ja. Auf jeden Fall habt ihr jetzt alle unsere Vermutungen und so weiter gehört. In anderthalb Wochen sind wir schlauer. Ja, haben sich wahrscheinlich gerade alle gedacht, oh, Spoiler, mal ausgeschaltet, halbe Stunde vorgespult. Ah, okay. Was wir auf der BlizzCon auch zu sehen bekommen, ist Diablo Immortal vielleicht, hoffentlich. Maybe. Ich würde spielen. Lustigerweise ist, glaube ich, eher das Diablo, das wir nicht sehen, das wir am wenigsten wahrscheinlich sehen. Ich habe es ja schon ein paar Mal hier gesagt, ich gehe davon aus, dass wir Diablo Immortal da spielen können. Ja, aber, schon, aber das werden sie schön unter... Ja, werden ein paar Spielstationen irgendwo sein. Das wird nicht in der Ankündigungskonferenz. Ja, ja. Das ist am Ende. Und übrigens, Diablo Immortal ist jetzt spielbar. Tschüss. Ja, das steht dann, wenn hier der Chef von der Bühne geht, steht hinten nochmal der Asiate, dessen Namen ich immer wieder vergesse, und sagt dann, hey, winkt dann nochmal mit so einem Immortal-Schild. Ja, so witzig. Oder mit dem Handy. Es wäre halt so gut, wenn sie einfach so viel Selbsthumor hätten, ja, und sich selber damit ein bisschen auf die Schippe nehmen. Ja. Weil sie wissen, glaube ich, alle, dass sie es verkackt haben. Ja, aber das geht nicht. Also, was ich von Diablo Immortal gesehen habe, die haben mich ja schon an der Angel gehabt, nachdem er gesagt hat, hey, hier werden Storylücken aufgeklärt, ne? Also halt nebenbei. Und ich so, wow, geiler Scheiß, ne? Und was sie halt nicht kapiert haben, ist, dass Immortal ja kein scheiß Spiel ist. Ich glaube, es wird millionenfach gespielt. Ja. Aber was sie halt, also der Zeitpunkt war unglücklich gewählt. Es heißt nicht, um Himmels Willen, dass Diablo Immortal scheiße wird und ich werde es spielen und wahrscheinlich auch noch ein bisschen exzessiver, vielleicht sogar als Diablo. Aber ganz ehrlich, das war einfach nur ein scheiß Zeitpunkt gewesen, das anzukündigen. Und deshalb wird dieses Mal Diablo 4 angekündigt. Wow. So haben einige Leak-Quellen berichtet. Und zwar war das gab es irgendwo eine Anzeige für den Bildband The Art of Diablo, Diablo, der nach der BlizzCon 2019 erscheinen soll. Und da steht drin, mit über 500 Artworks aus Diablo, Diablo 2, Diablo 3 und Diablo 4 präsentiert dieses Buch zahlreiche bemerkenswerte Kunstwerke. Okay. Was nichts anderes heißt als... Da hat sich wer verschrieben. Naja, sie müssen das ja. Sie müssen. Ja, das Beste ist allerdings... Aber heißt das denn, dass sie es auf der BlizzCon wirklich ankündigen? Weil dass es ein Bildband mit Artworks von diesem Spiel gibt, heißt ja noch lange nicht, dass das Spiel fertig ist. Du kannst auch sagen... Nee, das wird nicht fertig, aber sie werden was von Diablo 4 zeigen müssen. Also die Artworks. Von mir aus das wird schon reichen. Die Sache ist bloß die, dass, was im Nachhinein aus diesem Shitstorm rausgekommen ist, was Blizzard ja allerdings nicht... ja, es war halt blöd gelaufen. Aber diesen Shitstorm, den sie kassiert haben, war in dem Sinne ungerechtfertigt, weil sehr wohl schon Diablo 4 in Entwicklung war. Oder ist was, immer was noch. Sie auch, was sie ja auch was schon mehrfach gesagt haben. Ja, genau. Sie wollten halt bloß nur nichts zeigen, was halt ein Fehler war. Geschenkt, ne? Aber diesmal können sie es nicht noch einmal machen. Also selbst wenn sie einfach nur ein paar Konzepte zeigen und sagen, so wird Diablo 4 aussehen oder wir arbeiten dran, wird die Leute schon beruhigen, als würdest du denen ein Valium ins Publikum schmeißen. Verstehst ja, du? Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir irgendwas zu sehen bekommen. Yep. Artworks. Also. Von mir aus, das hätte schon gereicht und gehabt. Jetzt kommt der nächste Grund, warum ich glaube, dass sie schon deutlich weiter sind. Ja. Zum einen wissen die seit ungefähr 4 Minuten nach der letzten BlizzCon, dass sie dieses Jahr was Ordentliches zu Diablo 4 präsentieren müssen. Wird das die heißt, größte BlizzCon ever, so das Jay Allenbrecht gesagt. Sie werden da ordentlich drauf gezielt haben, hatten ein Jahr Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und der nächste Punkt ist, das Virtual Ticket ist verkauft worden. Da sind wie immer Goodies zu jedem Blizzard-Spiel drin gewesen. Einzig, die Goodies zum Diablo-Franchise sind noch nicht bekannt. Irgendwelche Flügel, haben sie gesagt. Das bedeutet für mich, wenn es Goodies für Diablo 3 sind, mein Gott, dann
warum Geheimniskrämerei? Mhm. Wenn es Goodies für Diablo Immortal sind, mein Gott, nichts gelernt, geht wieder nach Hause. Also können es für mich eigentlich nur Goodies in irgendeiner Art und Weise für Diablo 4 sein. Ich würde es begrüßen. Sehe ich das falsch? Aber was ich was übersehen? Also nee, jetzt schon Goodies? Das wird ja heißen, das Spiel ist schon relativ weit in Entwicklung. Ja, davon gehe ich tatsächlich aus. Aber wie lange ich gehe davon aus, dass kurz nach der BlizzCon... Wie lange hat jetzt Diablo 3 gedauert? Wie gesagt, wenn es Artworks gibt, heißt das ja noch nichts. Nee. Das heißt, du... Also wenn du Artworks ist ja so der erste Schritt, wo du sagst, okay, so wir konzeptionieren das jetzt mal so. Gefällt ja, euch das? Gehst du nicht auch davon aus, dass die Konzeptionierungsphase für Diablo 4 schon vor Jahren war? Nö, das ist Spekulation für mich. Ja, ich glaube natürlich schon, dass sie das... Nochmal, alles, also, was wir hier machen, ist rein also Spekulation. Was auf keinen Fall, keine Informationen. Was meiner Meinung nach auf keinen Fall passiert ist, hier sind die ersten Spielszenen zu Diablo 4 und das kommt jetzt hier im Sommer 2020. Nee, das dauert. Genau das... Das glaubst du nicht, dass das passieren wird. Ich auch. Du wirst in-game, du wirst Gameplay zu sehen bekommen. Vielleicht nicht irgendwie hier, ist das erste Level oder die erste Kampagne, du wirst Gameplay zu sehen bekommen. Ich gehe auch davon aus, dass wir vielleicht sogar Gameplay spielen dürfen dort. Das glaube ich nicht. Wäre dann schon echt krass. Also hoffe ich ja. Und ich gehe davon aus, dass ein exakter Termin genannt wird, wann die Beta startet. Aber warum gibt es so wenig Leaks dazu? Das ist das, was ich... Also du siehst, weißt du, schon allein wo BFA angefangen hat, gab es schon die ersten Spekulationen, wie die Zukunft von WoW aussieht. Ein paar Tage später hast du schon die Leaks zu Patch 1, bla, irgendwann mal die ersten Leaks zu Patch 2. Also apropos aber Leaks. Diablo 4 allerdings halt gar nicht. Ja, da gehe ich davon aus, dass es an mehreren Sachen hängt. Erstens, an Diablo 4, das Team, was daran arbeitet, ist ein Bruchteil so groß wie das, was an WoW arbeitet. Punkt 2, die ganze Infrastruktur, die dahinter steht, dürfte wesentlich kleiner sein. Um WoW und auch nur irgendeinen Patch in irgendeinem Teststadium laufen zu lassen, brauchst du Server, brauchst Techniker und keine Ahnung was. Du glaubst wirklich, dass WoW 4 größer ist als Diablo 4? Von der Entwickleranzahl mit Sicherheit. Denkst du? Ja, bin ich mir 100% überzeugt. Keine Ahnung. Um Diablo 4 eine Testversion zu machen, brauchst du einen Raum, einen leistungsfähigen Computer und ein paar Leute. Was? Ja, oh, nee, ein bisschen mehr vielleicht schon, aber alles ist viel, viel kleiner, viel, viel, kann viel, viel abgekapselter sein. Weniger Leute sehen das, weniger Leute kriegen das mit. Ich glaube wirklich nicht, dass das Team... Ach so, wegen den Leaks meinst du jetzt? Ja. Dass da weniger durchdringt. Genau, deshalb. Es arbeiten einfach viel weniger Leute daran, viel weniger Leute kriegen das zu sehen. Du hast keine 38.000 verschiedenen Synchronleute, die die ganzen Zeilen kennen, die wissen, wo es hingeht, die alle dich verpetzen können, die zwar alle NDAs unterschreiben, aber du hast keine 100.000 Cinematic-Programmierer oder Designer, die daran arbeiten. Also du hast einfach viel weniger Leute, die daran arbeiten. Das heißt, das Risiko, dass was rauskommt, ist dementsprechend kleiner. Aber Diablo 3 war leak-technisch mehr unterwegs während der Entwicklerphase als Diablo 4. Ja, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Die Entwickler bei Blizzard wissen genau, dass sie es mit Immortal-Ankündigung auf der BlizzCon verkackt haben. Und werden dementsprechend sehr, sehr viel mehr als sonst dafür tun, dass sie es auf der diesjährigen BlizzCon knallen lassen. Und das funktioniert halt nicht, wenn alles vorher schon bekannt ist. Also kommen wir mal zum anderen Leak, Diablo 2. Meinst du, die sagen, hier ist jetzt Diablo 2, der Remake, also hier, wie ist es, ne? Ja, eine Remastered. Remastered. Und wir zeigen euch Diablo 4, weil das ist auch schon so und so weit mit Spielen, Spielszenen. Und dann Immortal, das wahrscheinlich jetzt komplett untergeht. Also drei Diablo-Sachen, das glaube ich. Ja. Wie gesagt, Diablo Immortal wird, also glaube ich, in der Eröffnungszeremonie keine Rolle spielen. Ich glaube, Diablo 2 Remastered, dass die das jetzt relativ zeitnah raushauen, ist so das Pflaster für Diablo Immortal. Und on top sagen sie noch, ja, wir arbeiten jetzt schon an Diablo 4. Mehr dazu irgendwann. Nee, so ich glaube also tatsächlich, dass sie schon weiter sind. Ich denke halt auch immer, ich versuche es immer ein bisschen aus Business- oder Firmenstandpunkt zu sein. Was haben die Leute, die an Diablo 3 gearbeitet haben, die letzten Jahre gemacht?
Die haben es schon über die Jahre immer frisch gehalten, muss man dazu sagen. Ja, aber glaubst du, dass dieses ganze Team, dann hätten sie wahrscheinlich, also dann hätten sie in meinen Augen echt geslackt, weil so viel kam jetzt nicht, dass du das ganze Team. Ja, es gibt keine Teams mehr, vergiss diese Geschichte. Ja, es gibt keine die Teams mehr. Die sind komplett crossover. Also Diablo-Typen arbeiten auch an WoW und so. Ja, also es ist so Sachen wie Designer oder sowas. Ja, aber ein Game Mechanics Guy, der wird nicht sagen, okay, ich. Also um das zu beurteilen zu können, wechsle jetzt einfach mal und habe jetzt die Game Mechanics von Diablo gemacht. Als nächstes setze ich mich hier an die Mechanik von Overwatch oder von Hearthstone oder sowas. Ich glaube schon. So ähnlich läuft es. Ja. Meinst du? Ja. Der Legendary Basteltyp von Diablo ist zu WoW rübergegangen, kurzzeitig für Legion. Die sind, aber das haben sie schon, diese Strategie haben sie schon lange veröffentlicht, indem sie sagen, es gibt bei uns keine Teams mehr, auch bei Aufnahmen für neuen Jobstellen und so weiter. Aber das heißt, wer die Geschichte von Diablo 3 geschrieben hat, der hat danach aufgehört und hat dann die Hintergrundgeschichte zum Wenn Macri da ein Mann nötig war, klar. Das glaube ich halt. Ich glaube, dass das fließend ineinander übergeht, aber ich denke, dass es immer noch Leute gibt, die dafür verantwortlich sind. Verantwortlich, ja, aber selbst und diese Verantwortlichen sind mehrere Spiele bauen. Erstmal kam Diablo 3 und dann kam noch Reaper of Souls. Und Reaper of Souls geht jetzt ein paar Jahre so. Ja. Und wurde immer frisch gehalten. Und dann kamen die Seasons neu dazu und viele Patches, die Sachen überarbeitet haben. Ich gehe halt jedenfalls davon aus. Necromancer. Genauso wie ein Entwicklerstudio, was ein GTA 5 veröffentlicht und danach in dem Moment, wo das raus ist, beginnen Leute an GTA 6 zu arbeiten. Ja, also gehe ich davon aus, dass... Also Wunschdenken bei mir ist auch Diablo 4, aber es ist mir zu viel Spekulatius. Ich weigere mich zu glauben, dass Blizzard gesagt hat, wir releasen jetzt Diablo 3 und was mit Diablo 4 ist, gucken wir mal in 10 Jahren. Nein, das glaube ich nicht. Um Himmels Willen. Nein, die haben schon angefangen mit Diablo 4. Wie viel Zeit lag zwischen 2 und 3? Also auch 10 Jahre? 12. Zwölf Jahre. Es geht darum, dass die Teams sich andauernd da drin wechseln und es gibt nur jetzt diesen Blizzard-Team, die sind aber nur in Arbeitsbereiche aufgeteilt. Das heißt, du könntest heute an WoW arbeiten und morgen an Overwatch und übermorgen an Diablo. Es gibt keine mehr. Wow, wir sind jetzt ein Diablo-Team, wir arbeiten jetzt die nächsten 12 Jahre hier. Nope. Das glaube ich nicht. Das ist grundsätzlich, also das... Aber du wie hast gesagt, doch die Möglichkeit, auf BlizzCon zu fragen. Ich werde auch mal ein bisschen mit den Leuten drüber schwatzen. Ich glaube, dass es für Leute ist wie ein 3D-Designer. Dem kannst du sagen, hier, design mal, mach mal dieses Artwork als 3D, mach mal dieses Artwork als 3D, kein Thema. Das kannst du machen mit Sounddesignern, aber spätestens, wo du kannst nicht jemandem sagen, Montag bis Donnerstag schreib mir mal eine Hintergrundstory für McCree und ab Freitag arbeitest du dann an der Story für den Dungeon WoW. Ich glaube, so arbeitet, so ähnlich, glaube ich. So ähnlich, ja. Storyteller. Kann ich mir nicht vorstellen. Arbeiten so ähnlich. Game Mechanics oder Game Designer oder Game Mechanics. Ja, das ist was anderes. Auf gar keinen Fall. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen was anderes, aber trotzdem. Du hast ja auch, du müsstest dich ja jedes Mal wieder neu anlernen, weil du ja ganz andere Zielsetzungen hast, Zielpublikum. Aber das ist übrigens auch deine Job- oder deine Karrierebeschreibung. Vieles ist aber so Design, ne? Also dann kann der Game Mechanics Guy, wenn du ihn jetzt so nennst, kann schon von Diablo zu WoW rüber, wenn der Game Designer so designtechnisch dann eine Ahnung hat, okay, so müssen Legendaries, solche Effekte müssen die haben und so. Und wer das dann codet, Ich habe ja mit unter anderem während meines Studiums und nach meinem Studium in Gaming-Branche quasi gearbeitet. Und da war ein Game Designer für zig Spiele verantwortlich. Er hat heute die Quests für das eine geschrieben und morgen für das andere und am Übermorgen hat er noch an zwei anderen Spielen gearbeitet. Also es gab diesen einen Gaming-Designer, der für mehrere Spiele verantwortlich war. Das der eine glaube, Programmierer auch. Ich glaube aber nach wie vor nicht, dass das bei Blizzard der Fall ist. Ich bin sogar ziemlich davon überzeugt, dass es inzwischen sogar noch mehr aufgebrochen ist. Aber irgendwas muss ja kommen, wenn sie die Goodies noch nicht angeteasert haben und wenn die jetzt also Diablo 2 noch im Raum ist. Genau, wir haben uns jetzt weit im Kreis gedreht. Ich bleibe dabei, ich bin mir ziemlich sicher, dass in dem Moment, wo Diablo 3 die Erweiterung, also die auf jeden Fall, Erweiterung raus war, auf jeden Fall, auf jeden Fall wird was zu Diablo passieren, auf jeden Fall. Ja. Genau, du hast es eben am Rande erwähnt, Diablo 2 Remastered soll wohl auch angekündigt worden sein. Das ist halt das Ding, wo man das eher sagt, ja, das ist fertig, so würde ich jetzt sagen.
Ja gut, da bin ich halt technisch zu wenig drin, als dass ich wüsste, wie viel Arbeit so ein Remastered wirklich im Endeffekt macht. Ja. Geht's du, wahrscheinlich im auch Sinne von Remastered, aber nicht Reforged. Also nicht, dass es noch so an Warcraft 3 Neuauflage kommt. Gut, das weiß man nicht, weil das Einzige, was man tatsächlich weiß, ist, dass ein gewisser Overwatch-Streamer namens Metro sich auf Insider-Quellen berufen hat und gesagt hat, es wird ein Diablo 2 Remastered angekündigt werden. Möglicherweise sogar inklusive der Lord of Destruction-Erweiterung mit Runenworten, USW und Assassine und Druide. Könnte man jetzt erstmal sagen, okay, was interessiert mich, was irgendein Streamer behauptet hat. Aber der hat halt in der Vergangenheit schon mehrere Sachen rausgehauen und lag damit eigentlich immer richtig. Da muss man mal gucken, was der so für Freunde bei Blizzard hat. Ja. Den einen oder anderen Overwatch-Helden vorausgesagt, ja, schon weit vorher, ja, und so weiter. Der, ja, hat gesagt, Diablo 2 Remastered wird. Ja, es liegt in der Luft auch schon, ich weiß nicht, seit Jahren vielleicht übertrieben, aber es liegt in der Luft, dass es wohl demnächst, ja, kommen könnte. Es gibt ja seit ein paar Jahren diesen Remastered-Trend von ja, alten Spielen. Genau. Und es gibt ja jetzt auch ein Remastered-Team bei Blizzard, ne, die sie extra Remastered-Sachen machen. Es kommt jetzt Warcraft 3, was wahrscheinlich jetzt auch dann bald kommt. Ja. Und jetzt halt Diablo. Ja. Ja, es macht Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Derjenige hat auch gesagt, dass, um mal von Diablo jetzt langsam wegzukommen, dass ein Overwatch 2 ebenfalls angekündigt, ja, werden soll. Was das auch ganz offiziell wohl Overwatch 2 heißen soll. Okay. Also kein das, irgendwie bla bla bla. Das scheint auch ziemlich sicher. Ja. Was sich auf PvE-Missionen, Story-Kampagne, Level-System, ja, beziehen soll und storytechnisch ein Prequel zu Overwatch 1 sein wird. Das heißt, man wird wahrscheinlich die Omnikriege spielen können und, ja, die Overwatch, wie es noch existiert hat und vielleicht bis wie es zerbrochen ist, dann. Du meinst das, wie Titan eigentlich gedacht worden war am Anfang? Storytechnisch vielleicht. Weil, komm, Overwatch ist jetzt beliebt genug. Also das, was die damals aus den Kadaver von Titan zusammengebastelt haben. Haben sie das Beste feiern draus gemacht. Ja, feiern die Leute drauf. Und jetzt haben sie so gedacht, so, wow, vielleicht hätten wir den doch nicht sterben lassen sollen. Ja, weil das ist das, so wie ich gerne Overwatch wirklich spielen würde, ist PvE. Ja, ich meine, so Spaß. No-brainer. Ja, ja, aber Titan wäre ja ein, wäre ja nicht ein PvE-Shooter. Also es wäre ja schon mal nicht ein Shooter geworden. Es wäre ja. Sag mal so, ich hätte ganz gern Overwatch ohne diesen PvP-Stress. Genau. Ich gehe diesen Stress ja extra ein, um Himmels Willen, aber ich möchte vielleicht so ein PvP. Genau, eine schöne Story-Kampagne. Ja, genau. Und da sind wir uns einig und sind sich offensichtlich auch noch viele andere Leute einig, weil die Meinung höre ich sehr oft. Und offenbar hat Blizzard jetzt drauf gehört, beziehungsweise hört schon seit ein paar Jahren, seit sie daran entwickeln. Und ja, PvE-Missionen, Kampagnen, ein Level-System, was die Fähigkeiten der Helden nach und nach freischaltet, verstärkt, verändert, verbessert. Ich meine, im PvE hat man da natürlich viel mehr Freiheiten, weil es muss nicht gebalanced sein. Da ist es dann. Ja. Das ja auch nicht irgendwie so ein Raid-Environment sein wird, oder zumindest nicht so kompetitiv wie in WoW, ist es dann auch egal, wenn Held A 20% mehr Schaden machen kann als Held B. Es wird schon Meta geben. Ja, natürlich, aber ganz ehrlich, bei Junkensteins Rache, was im Moment läuft, der wird mich halt keiner anschnauzen, weil ich nicht die Klasse nehme, ja, sondern den anderen Helden nehme. Ja. Also Overwatch hat schon PvE. PvE Overwatch ist ein No-Brainer für mich. Also das, und ich glaube, halt es wird mega. Ich weiß jetzt schon, es wird mega Bock machen. Ich weiß jetzt schon. Ja. Also werden auch die Leute, die halt eben auf keinen. Also nicht auf diesem PvP-Mist Bock haben, trotzdem reinschauen. Uns ist halt auch viel einfacher, das auf Dauer zu monetarisieren, ne? Ja. Weil schmeißt halt ein DLC-Mission nach der anderen hinterher. Okay. Statt Lootboxen zu verkaufen. Weil so fair die Lootboxen in Overwatch auch sind im Vergleich zu anderen Spielen, das bleibt halt der Begriff Lootbox, der halt negativ behaftet ist einfach. So, wenn du da eine Erweiterung machst, so, und jetzt sind wir hier angelangt und jetzt erzählen wir euch, wie das und das in den Omnikriegen passiert ist für 9,99 €. Ja. Und du weißt, die haben noch mehr Story in der Hinterhand, weil die haben das von Titan und so. Ah, vor allem, es ist so ein Patchwork-Geschichte, dass du sie kombinieren kannst bis zum Ende aller Tage. Ja. Also. Du hast ja von jedem Held so ein bisschen Hintergrundgeschichte. Ab und zu fließen die ineinander über. Und dann hast du wieder Helden, die halt mit dem Rest nicht wirklich viel zu tun haben, die kannst du ja verbinden, wie du möchtest. Und übrigens, also nicht nur dieser
was ist das, Streamer, Overwatch-Streamer, das gesagt aus einer Quelle, sondern auch hier der von Kotaku, der Jason Schreier, dieser Enthüllungsjournalist. Vielleicht ist das dem, dem scheinbar, dem einfach, warum auch immer, alle Leak-Quellen alles anvertrauen, ja, gut, und sich das meistens als wahr herausstellt. Wenn du irgendwo arbeitest und weißt was und willst, dass das die Welt erfährt. Ja, dann ist es der Typ. Und der hat es auch gesagt, dass das Overwatch 2 wird. Hat so der Shadowlands geleakt? Nee, zu WoW glaube ich gar nichts. Zu WoW nicht, ne. Aber der hat auch gesagt, ja, das wird so ein PvE-Overwatch, ja. PvE-Overwatch also, drauf, also ich freue mich. Einfach großartig. Also nix ist so safe wie das. Ein paar Cutscenes mitten reingeschnitten. Ja. Bisschen schön Story. Und die sehen sowieso großartig aus. Also Overwatch sehen. Ist halt die Frage, wenn du dann wie viele Cutscenes du da reinmachst oder Cinematics, weil diese Cinematics kosten halt echt Kohle, brauchen echt Zeit zum Entwickeln. Also jetzt diese Ankündigungs-Cinematics, weiß ich nicht, ob du dann da halt stundenlang reinmachen kannst. Was sind denn die Goodies für Overwatch? Habe ich jetzt nicht im Kopf. Illidan-Skin? Stimmt, der Illidan-Genji und was ist Sylvanas? Ja, oder Tyrande. Tyrande, genau, Mörsen, Tyrande. Oder? Fehlen nee, bei den anderen Mörsen, Spielen auch noch Goodies? Die Türme setzt. Wie heißt die da? Inderen? Ja. Oh Gott. Symmetra. Symmetra, genau. Mhm. Tyrande, Symmetra. Ah, okay. Fehlen auch noch Goodies bei den anderen Spielen? Oder sind das alle? Dann weiß man das schon. Das ist bei WoW, die zwei, ja, okay, ja, und die zwei Pets. Mit den Pets. Ja. Bei StarCraft gibt es bestimmt wieder einen Rahmen. Habe ich nicht drauf gemacht. Commander, ein Spruch, ja. StarCraft ist jetzt auch tot, ne? Da kommt auch nichts Neues. In Asien glaube ich weniger. Da gab es doch ja, auch Neuigkeiten. Von, da gab es auch von Jason Schreier was. Ach nee, dass sie was eingestellt haben. Ja. Schon wieder. Ja, ja, StarCraft ist ein bisschen traurig. Ja. Heroes of the Storm interessiert mich. Ich glaube, Blizzard wird das irgendwann mal. Hearthstone wird, glaube ich, dieses Jahr auch keine große Rolle spielen. Ja, doch, neue Erweiterungen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja alle drei Monate. Kommt noch drauf an, ob sie jetzt noch einen Mega Dungeon Run ankündigen, glaube ich nicht. Aber das wäre dann was Großes. Aber ich glaube, Hearthstone vergleichen zu Heroes of the Storm. Nee, aber. Hearthstone bringt halt Geld. Genau das meine ich doch gerade. Bei Hearthstone müssen die noch sowas ankündigen wie hier die und die Interface und Quality of Life und oder hier Todesritter als Klasse. Oder hier dieses Q-System oder. Ich warte immer noch drauf. Damit Tanja auch Hearthstone spielen kann. Das ist was bei Hearthstone, was ich überhaupt nicht verstehe. Die haben jetzt diese neuen Porträts eingeführt. Ja, die sehen aus, als hätte es ein 14-jähriges Mädchen gemalt, was Mangas hobbymäßig malt. Also niemand ist zufrieden mit diesen neuen Porträts. Und die Geldmaschine Hearthstone, dass da noch nicht irgendwie 1000 andere Helden aus den ganzen Universen dabei sind, dass die das irgendwie so kleckerweise machen. Und überhaupt, und die Leute wünschen sich das auch noch. Ja, wobei die Helden aus den anderen Franchises. Und dann sehen die auch noch kacke aus. Todesritter wäre ich dabei, aber dann, wenn es dann anfängt, die Helden aus anderen Spielen und so weiter. Nee, da haben man sie nichts verloren. Man muss bei Hearthstone immer aufpassen, in meinen Augen, dass man es nicht zu komplex und zu groß macht, weil ansonsten verlieren wenig Spieler den Anschluss. Ein Heldenporträt ist jetzt nicht so, warum sieht denn der jetzt so aus? Nee, aber wenn du jetzt sagst, du hast die WoW-Klassen als Helden und hast dann neben den Klassen noch, weiß ich nicht. Neue Klassen ist was Jim anderes. Oder sowas. Vor allem, ich spiele zwei Heldenklassen und die sind hast du überhaupt nicht. So Porträts und Rahmen und Effekte und so. Emotes. Hallo? Dass die sowas. Warum die kein Geld drucken wollen, ist mir fremd. Ich glaube, sie versuchen es absichtlich relativ simpel zu halten, damit das halt nicht so aufgeblasen und. Ja, also es ist echt unterblasen, wenn das ein Wort ist. Weil, ich meine, was Sebastian meint, ist eher visuell. Du kannst da wirklich auf die Kacke hauen. Dass das entwicklertechnisch jetzt nicht ausarten soll mit zig Millionen Klassen, ist klar. Aber es geht darum, dass du als Magier vielleicht 8 verschiedene Porträts hinschmeißen kannst und die Leute würden es kaufen. Ja, was du halt tatsächlich vielleicht machen könntest, wo ja diese Battle Chesses und so weiter wieder ein bisschen mehr im Kommen sind, Tactical Chess und wie sie alle heißen. Ich habe halt früher als Teenager, weiß ich nicht, wie alt ich da war, 12 oder so, ist das Ur-Battle Chess, weißt du, wo die Figuren sich verprügelt haben. Die könntest du halt so schön in Hearthstone machen, was weiß ich.
Team Minion 1 greift Minion 2 an und dann kommt hier irgendein Cinematic, wie die aus der Karte hüpfen, sich gleich verprügeln und wieder in die Karte spielen. Was wir noch gar nicht besprochen haben, was wir auch gar nicht auf der Liste haben, ob sie was Neues machen. Neues Spiel? Neue IP. Also Teamfights WoW, Teamfights Hearthstone. Ja, Pokémon, damit haben schon andere Spiele wie Warhammer Online Warcraft. Ja, aber das ist ja gerade dieses Teamfight. Ich habe keine Ahnung, was da passiert bei diesen Teamfight-Spielen. Aber Leute sind so süchtig danach und die Top-Streamer streamen das immer noch und büßen dafür sogar Viewerzahlen ein. Und dann hat es Riot übernommen und das hat das jetzt ausgestochen oder so. Oder was ist das Neue? Auf jeden Fall. Die haben das einfach kopiert und alle Leute dachten sich so, ja, okay, die Kopie wird jetzt abkacken, aber das hat das jetzt übernommen. So. Wenn Blizzard sowas machen würde mit Blizzard-Helden, wäre doch, ich weiß nicht, wie aufwendig das ist, aber es scheint nicht so aufwendig zu sein, dass man das jetzt nicht mehr rausrotzen könnte. Oder? Müsste dann halt jetzt kommen. Ja. Sonst wird es zu spät. Exakt. Ja, aber guck mal, die kamen schon mit Heroes of the Storm ich zu sagen, spät. Ist Blizzard für bekannt, ja. Also in 3 Jahren gibt es Teamfights, Tactics. Ja, aber dann zu spät. Klar, keiner spielt es. Ja. Weil mit Heroes of the Storm haben sie echt zwar ein geiles Spiel hingestellt, aber zu spät. Zu spät. Ja, das ist halt immer so diese Waage, weil die man halt lange muss, weil sie es zu viel perfektionieren wollten. Genau. Haben das Heroes of the Storm war beim Release besser als League of Legends und Dota zusammen in meiner... Ja, aber die Leute kennen immer... In meiner Casual-Perspektive natürlich, für die breite Masse. Ja. Aber es war halt zu spät. True. Und es hatte so ein paar Sachen wie die Monetarisierung und so weiter, die war halt echt scheiße geregelt damals. Die haben sie ja dann irgendwann komplett über den Haufen geworfen und komplett neu gestartet. Zu spät. Zu spät. Ja, neue IP, keine Ahnung. Ich hoffe immer noch auf ein StarCraft-MMO. Es ist jetzt so voll geballert, ne? Da kommt wahrscheinlich nichts Neues, oder? Also wenn jetzt wirklich hier Diablo 2, Diablo 4, Overwatch 2, WoW nächste Erweiterung. Das wird die größte BlizzCon aller Zeiten. Vielleicht so WoW 2. Nee, das not gonna happen. WoW mit Witcher-Grafik und so. Ey, die Leute rasten ja schon... Nachdem ich wieder Red Dead Redemption 2 jetzt gespielt habe, das wäre halt so gut... Ein Azeroth, so wie Red also schon wieder aus der Sicht nur des Kommentarlesens, ne? Also wenn man die Kommentare unter Reforged News mit diesen ganzen neuen Modellen, die da rauskommen. Die Modelle in Reforged sehen einfach... So, also wenn WoW so aussehen würde, lese wirklich jedes zweite Kommentar bei Wowhead oder auf Reddit mit, wow, wenn WoW so einfach, aussehen einfach, würde. Einfach, da war so ein Waffenskin gelegt und ich dachte so, oh geil, diese neue Waffe für WoW und dann so, ist wieder Reforged. Nee. Reforged, ja, Arthas-Modell oder die Hochelfen. Wenn du als Mondkin diesen Eulenskin siehst, dann musst du halt einfach nur weinen. Das ist halt einfach... So blöd es auch klingt, aber tatsächlich, halt das ist wie bei Vulpera-Diskussion, weißt du? Wenn dieses Remastered RTS besser aussieht als dein MMORPG, dann muss doch irgendwas falsch sein. Können die das nicht irgendwie und übernehmen? Und das Beste ist, so weißt du, die sind so hochauflösend, diese winzigen Figuren, die du später nur auf deinem Bildschirm in 1 cm Größe wahrnehmen wirst. Ist total wasted dafür, aber es ist nicht in dem anderen. Aber also das Beste ist, was sie da auch für Effekte rausgeballert haben bei Reforged und du denkst so, wow, wenn WoW auch nur ein 50% davon hätte, ne? Ja, werde ich ihm mal vorschlagen. Ja, bin gespannt, wann die Revolution kommt in der WoW-Grafik. Also die kam ja schon und die kam schon ächzend, weißt du? Ich glaube, also für eine echte Revolution dauert es noch 2-3 Add-ons. Ja, das Letzte, was wir auf der BlizzCon hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich sehen werden, dürfte der eine oder andere Protester sein. Mehrere Gruppen haben angekündigt, dass sie im Zuge dieser Boykott-Blizzard-Gedöns irgendwelche Proteste. Ist das wie der Raid auf Area 52, der dann mit 70 Menschen geändert ist? Ja, naja, ich könnte mir schon, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere eine Protestaktion irgendeiner Art macht. Hm. Ich glaube nicht, dass da 10.000 Leute vor den Toren stehen und protestieren oder weiß der Geier was. Aber irgendwas werden wir sehen. Das passiert, wenn du Emotions auf Vertrag treffen lässt. Die Leute verstehen es einfach nicht. Ja, die Leute verstehen es. Also es wird jetzt so groß aufgeblasen. Ja, genau. Ich glaube, wir hätten auch pro Tag irgendwie 5 News dazu machen können, was jetzt hier
hier die May-Statue ist aus dem Job geflogen. Was heißt das? Die zwei Hearthstone-Caster haben jetzt erstmal aufgehört. Was heißt das? Und so tausend andere Sachen. Es wird jetzt so groß aufgeblasen. Ist halt, der Zeitpunkt für Blizzard ist jetzt ein bisschen schlecht gewählt. Aber das jetzt, das jetzt auf einmal mit der Hongkong-Krise da, westliche Firmen machen was mit China? Surprise! Auf einmal kommt da jeder drauf. Leute, das ist seit 20 Jahren so oder so. Sorry. Ja, ich habe auch nichts dagegen, wenn Leute da dagegen sind, wenn Leute Blizzard boykottieren, ist das schön und gut. Wenn Leute dagegen demonstrieren, ist das auch okay. Aber wogegen ich was habe, ist, wenn die Leute bei ihren Protestaktionen dann die Menschen behindern, verärgern, instrumentalisieren, ihnen im Weg stehen, die dahin gehen, um Spaß zu haben. Also wenn du wirst auch niemand, also die BlizzCon wird jetzt kein, da fliegen jetzt Stühle und da fackelt jetzt. Dafür sind die Leute, dafür kommen halt zu viele Herzblut-Fans. Du musst dir halt einfach mal denken. Spaß haben. Also ja, das Überraschendste für mich wäre, wenn wirklich einer dann mit dem Mikrofon zu so einem Q&A steht und fragt, was ist denn mit Hongkong? Warum seid ihr gegen Menschenrechte? Das wird 1000 pro passieren. Aber das ist auch so das Maximum, glaube ich, was passieren wird. Weil niemand wird sich denken... Ja, man wird vielleicht den einen oder anderen, der ein bisschen passiv-aggressiv demonstriert, indem man mit Winnie the Pooh-Kostüm rumläuft. Dann muss, Blizzard muss ein bisschen Feingefühl, Security-mäßig... sollte man nicht rauswerfen, deswegen. Muss er haben. Aber du musst dir denken... BlizzCon ist ein Event, wofür du echt viel Geld teilweise ausgibst. Wenn du da als Privatperson hinfliegst, dir ein Hotel nimmst, das Ticket kaufst, da ein bisschen bist, dann riskierst du nicht deinen Trip, für den du wahrscheinlich viel Geld ausgeben hast, dafür, dass du da, du sagst nicht, ich fliege da extra hin, damit ich beim Q&A eine kritische Hongkong-Frage stelle. Ich glaube, das ist es 99% der Leute nicht wert. Also riskieren das nicht. Ja, deshalb wird es trotzdem den einen oder anderen geben. Ich hoffe halt nur, dass wenn die Leute protestieren, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es den einen oder anderen oder auch ein paar mehr Protestierende gibt, dann bitte protestiert angemessen, protestiert friedlich, ärgert keinen. Na klar. Lasst die Leute, die da hingehen, zum Spaß haben, lasst die ihren Spaß haben. Max hat so schön getwittert die Tage, der Gildenleiter von Limit, der hat gesagt, er hat auch vollkommen Verständnis, wenn die Leute protestieren, aber wenn irgendein Winnie the Pooh anfängt, Stress zu machen, dann wird er vor seinen Freunden niedergetackelt. Ja, von mir aus haltet Schilder hoch, ruft von mir aus, boykottiert Blizzard, aber lasst die Leute, die da hinkönnen, Spaß so ein haben, lasst die ihren Spaß sein. Haben. Ja, und vor allem, und ganz wichtig, die Blizzard-Mitarbeiter, die da vor Ort sind, die sind nicht, die schmeißen nicht Chinas Geld in den Rachen. Das sind Leute wie du und ich, die für eine Firma arbeiten, die auch mal Entscheidungen trifft, die nicht jeder gut finden muss. Das bedeutet aber nicht, dass das schlechte Menschen sind. Also weil lass die ultra, ich würde es ultra nervig finden, wenn da irgendwie, keine Ahnung, J. Allen Breck kündigt die nächste WoW-Erweiterung an und irgendwie 5 Leute brüllen die ganze Zeit rein, Free Hong Kong! Oh, kommt, Leute, ey. Ist nicht die Veranstaltung dafür, oder? Oder doch? Nein, es ist nicht. Ja. Politik hat da... Wenn mich so nerven, wenn es... Es sind ja vor allem diese Hobby-Protestler, weißt du, so die Leute wissen nicht, was wirklich Protest ist, siehe hier 70er Jahre oder sonst was. Aber weißt du, so in den anderen ist es inzwischen nicht dazu gekommen, halt wirklich, die Leute kämpfen nicht mehr auf der Straße, sondern die verderben halt anderen Leuten, die Bock drauf haben, Spaß. Oder bekenne dich, Blizzard, wieso bekennst du dich nicht, online Blizzard? Online protestieren ist einfacher. Und bitte mach kann man, das online. Kann man für mehrere Sachen gleichzeitig protestieren. Und wenn es klipp und klar, und ich hoffe, dass Blizzard da auch nicht einknickt, mein Gott, ey, wenn sie schon so eine Stellung dazu beziehen, dass vertraglich halt nichts mit Politik zu tun zu haben wollen. Das ist in jeder Sportart. Ja, das ist in jeder. Also bitte. Ja, und in jeder Sportart wirst du halt auch dafür disqualifiziert und fliegst raus. Wenn du das manchmal siehe, jetzt hatten wir es ja gerade wieder, die türkischen Fußballspieler da, die hier den Salutgruß vor der Haupttribüne gemacht haben. Da sind einige von ihren Vereinen suspendiert, Köpernick im Football, der nie wieder einen Vertrag kriegt, weil er während der Hymne gekniet hat. Es geht ja auch nicht darum, dass die Leute da eine Gesinnung, also die können sie haben, wie sie wollen. Es geht nur darum, dass es halt mal vertraglich geregelt ist, dass da nichts
was du zu Hause machst, dein Problem. Was du in der Öffentlichkeit machst, ist... Naja, in der Öffentlichkeit darf man gerne seine Meinung sagen, seine Meinung zum Ausdruck bringen, protestieren, gegen, für, was auch immer. Das Ding ist halt, wenn ich einen Vertrag unterschreibe mit irgendeiner Firma, dass ich das während diesem Zeitraum dort und jenes nicht mache, dann habe ich es nicht zu machen. Das ist ja, das wäre ja, nehmen wir andersrum, die Firma, jetzt nicht Blizzard, weil da würde es nicht passen, aber die Firma instrumentalisiert dich jetzt als Werbebotschaft für, was weiß ich, irgendein Diktator oder sowas. Das darf die dann auch nicht. Natürlich. Und das würdest du auch blöd finden, wenn du dann politisiert wirst. Also, wird das vertraglich festgeregelt, keine Seite wird irgendwie sowas machen, darf sowas machen und dann hat man sich daran gehalten. Derjenige, der Spieler hat das halt ignoriert, nach eigener Aussage bewusst ignoriert, wollte das bewusst machen, um ein Zeichen zu setzen. Ist okay, kann man aber gut muss finden, halt kann die Konsequenzen man schlecht tragen. Finden. Genau, aber man muss dann halt damit leben und ich glaube tatsächlich halt auch, dass der Spieler der ist, der sich am wenigsten darüber aufgeregt hat, weil er das sehr bewusst gemacht hat und genau wusste, was auf ihn zukommt. Ja, das sind wieder diese Hobbyprozesse. Wusste der Hearthstone-Spieler auch. Ja. Ja, wie auch immer, wenn die Leute protestieren, können sie von mir aus machen, aber bitte lasst den Leuten, die Spaß haben wollen, ihren Spaß und bitte pisst nicht die Blizzard-Mitarbeiter da an. Die haben, glaube ich, keiner davon hat die Entscheidung getroffen, pro oder contra Hongkong oder pro oder contra China. Sind Menschen wie du und ich, die auch Spaß haben wollen. Ja, gut. Sitzen wir schon wieder über 2 Stunden hier. Meine Blase ist randgefüllt. Ich bin stolz, dass Tanja immer noch hier sitzt. Ja, ich finde meine Mädchenblase. Tatsächlich. Ist auch die Tasse nicht leer getrunken. Ne? Nein. Ja, sehr gut. Ja. 2 Wochen, dann wissen wir mehr. Wie gesagt, Leute, es kann sein, dass der nächste Podcast ein paar Tage Verspätung haben wird, weil wir dann halt erstmal die BlizzCon-Sachen fürs Heft und so weiter fertig bearbeiten. Und dann, wenn das durch ist, uns vielleicht ein paar Tage später in aller Ruhe hinsetzen und in großer Mannstärke und Frauenstärke alles diskutieren. Bis dahin, was machen wir bis dahin? Was treibt dich um die nächste Woche und nächsten Wochen, Tanja? Nur die Vorfreude auf die BlizzCon? Ja. Keine Ahnung. Nee, ich möchte einfach nur irgendwie jetzt BFA abschließen und das wird tatsächlich mit der, nicht mit Patch. Tanja, du spielst noch ein halbes Jahr. Ja, ich weiß, aber für mich ist BFA dann tatsächlich. Sie soll zu Klassik wechseln, mit das der magst du ja auch nicht. Ankündigung, mit der Ankündigung des nächsten Add-ons ist für mich BFA zumindest geistig abgeschlossen und ich kann sagen, okay, lassen wir die Vergangenheit ruhen und gehen. Musst du wieder ein bisschen mehr Warhammer spielen die nächste Zeit? Schön wär's, aber Warhammer Online gibt's ja nicht mehr. Ja, gibt da ein paar Warhammer-Spiele. Ja, ich zum Beispiel, ich habe noch genug zu spielen. Ich werde die nächsten 2 Wochen wahrscheinlich relativ viel Overwatch spielen an der Switch. Nachdem ich mir Overwatch für die Nintendo Switch habe besorgen lassen. Und ich muss sagen, um da jetzt mal vielleicht ganz kurz einzuhaken, es macht echt Spaß. Das ist echt gut. Die Switch hat ja diese Gyrosensoren, also so Bewegungssensoren, beziehungsweise wie man sie gerade hält. Und die haben diese Sensoren benutzt zum Zielen. Das heißt, du kannst mit den Sticks zielen und kannst aber auch, indem du die ganze Konsole oder wenn die Konsole halt auf dem Fernseher hast, mit den Controllern zielen. Und das ist ja so wie. Ich hab noch nie ein so gute Treffer gelandet auf einer Konsole, weil du zielst halt mit dem Stick in die Nähe. Und du hast diesen Aim Assist, den du bei Overwatch auf der Konsole hast, wenn dein Zielkreuz in der Nähe eines Charakters ist, bewegt es sich halt langsamer. Das heißt, du zielst mit dem Ding auf den Spieler und mit der ganzen Konsole zielst du auf den Kopf und das funktioniert. Das ist so wie für die Leute, gut, die früher bei Super Mario so mit dem Controller auch immer nicht links und rechts gegangen sind. Und dass es halt jetzt funktioniert. Ja, solche Leute jetzt. Ja, ich hab die ersten Runden gespielt und hab gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Meine Frau hat dann auch ein bisschen überprobiert und hat gesagt, das schaltet ab, das funktioniert hier überhaupt nicht. Aber da ich dafür halt auch einen Test geschrieben habe, habe ich mich durchgebissen und nach, keine Ahnung, ein paar Stunden geht es so in Fleisch und Blut über, funktioniert so gut. Selbst auf dem PC mit Maus und Tastatur lege ich nicht so gute Headshots mit Soldier hin wie auf der Switch. Das ist so, funktioniert richtig gut, macht auch richtig Spaß. Die Portierung ist ein bisschen
ist halt 1:1 dasselbe Spiel. Ist ein bisschen in einigen Stellen ein bisschen kacke, weil die Texte so klein sind, dass sie auf dem Bildschirm. Spielst du auch gegen Konsolenspieler? Oder ja, ist okay. Kein Crossplay, spielst du nur Switch. Du kannst deinen Account zwar verbinden, das heißt, dass du von so Promo-Skins wie dem BlizzCon-Skin oder sowas auf beiden Versionen profitierst, aber du kannst nicht auf der einen Skins durch Lootboxen kriegen und hast sie auf dem anderen, was ein bisschen blöd ist. Okay. Kommt vielleicht noch irgendwann. Aber im Moment ist es noch nicht. Aber es macht jedenfalls Spaß. Und kann man schön abends im Bett spielen. Leider nicht im Flugzeug, wenn ich jetzt nach LA fliege, weil geht halt nur, wenn man online ist. Vielleicht spielst du bald PvE. Und online. Vielleicht spielst du bald PvE offline. Ja, vielleicht gibt es dann auch Overwatch 2. Aber du kannst nicht mal Junkenstein's Rache oder sowas. Kommst ohne online nicht mal in das Spiel rein. Und ich weiß nicht, was online im Flugzeug über den Atlantik kostet. Der letzte Kurzstreckenflug, der hätte es 40 Euro gekostet und es war nur so ein 3-Stunden-Flug. Nein, das ist nicht. Nicht? Es gibt noch genug gute Offline-Spiele. Ja, was machst du noch die nächsten 2 Wochen? Bist du im Discord? Ich habe gerade Borderlands gespielt, aber bin jetzt im Endgame und Borderlands hat nicht wirklich Endgame, außer Legendary Waffen Farm. Und, ne. Man muss sagen, Seb war eine Woche krank, der hatte viel Zeit. Ja, ja, BlizzCon wird. Ich fieber sehr BlizzCon dagegen. Also es wird eine gute BlizzCon, so oder so. Egal. Das hoffen wir alle. Außer es wird durch Proteste mies. Ja gut, aber ich meine, ihr von zu Hause kriegt ja sowieso über den offiziellen Stream. Achso, die werden es ja nicht zeigen. Du bist live dabei, wenn dir ein Stuhl in die Fresse fliegt. Naja, ich sag mal, wenn da draußen Leute stehen und protestieren mit Schildern und Sprechchören, dann wird man das wohl im Virtual Ticket Livestream nicht ausufernd erwähnen oder zeigen. Was? Die zensieren das? Nein, sie das ist ja entscheiden sich halt, was anderes zu zeigen. Das ist ja der viel größere Aufschrei noch. Sollten alles zeigen, weißt du? Irgendwer sie zensieren auch die ganze Zeit über den Weg hinter dem Gebäude, da wird nie gezeigt, was da ist und so. Nee. Papa Arbeit hat auch ein. Wow. Ich erzähle euch das dann. Ich mach Bilder von Winnie the Pooh Bären. Ja. Aus meinem Winnie the Pooh-Kostüm. Musst du echt aber machen. Hat der Ratchet Guy. Du schleichst dich ein so. Moment, aber Ratchet Guy sieht ziemlich nach. Ratchet. Ja. Okay. Er sieht schon ziemlich nach Winnie the Pooh aus. Ich überlege, wie viele Leute, die uns gerade zuhören, jetzt nachher googeln, was Winnie the Pooh mit Boykott Hongkong zu tun hat. Das, aber das raus. Dürft ihr selber rausfinden. Viel Spaß. Wir verabschieden uns damit für diesen Podcast, Buffcast, und. Ja, hören uns in etwas über 2 Wochen wieder mit jeder Menge neuer Informationen von der BlizzCon. Yay. In dem Sinne, ciao, ciao. Tschüss.